Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Herzlich willkommen zur zweiten Einheit unserer Reihe bzw. Einführung zu den Fiqh-Schulen der vier Imam. Wir beginnen auch gleich jeden Moment, inshallah. Ich warte noch auf meinen Gesprächspartner. Inshallah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن unseren Gökhan Hoca mir jetzt eine Anfrage geschickt. Ich werde natürlich nicht andere Anfragen annehmen können, auch wenn das wahrscheinlich gut gemeint ist, aber wenn ihr mir Anfragen schickt, dann werde ich sie nicht annehmen können, liebe Geschwister. Und dann ich kann auch sein, dass ich hier beim Scrollen einigen von euch zuwinke. Was losgeht, ihr könnt euch ja überlegen, was für Fragen ihr habt. Falls ihr Fragen habt, Fragen natürlich speziell heute zur Hanafitschen Schule oder Dinge, die unklar sind bei den Erläuterungen. Ich habe auch einige Fragen vorbereitet, inshallah, die ich stellen werde. Und dann werden wir mal schauen, wie weit wir kommen. Und die erste Einheit noch nicht gesehen haben, die Einheit ist gespeichert auf meiner Seite, könnt euch das gerne anschauen. Dort geht es darum, was Fiqh bedeutet, was ist eine Fiqh-Schule und weshalb ist das Studium von Fiqh so wichtig. Die erste Einheit ist natürlich wichtig fürs auch Verständnis des Ganzen. Wenn wir über Fiqh-Schulen sprechen, dann ist natürlich wichtig zu verstehen, was Fiqh ist. Ahlan wa sahlan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Willkommen, Jan. Herzlich willkommen. Alhamdulillah, wir haben schon sehnsüchtig gewartet. Dann starten wir auch gleich, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Aftalu salatu wa taslima ala mab'uthi rahmata lil alameen. Sayyidina wa qudwatina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Alles Lob und jeder Dank gebührt Allah allein. Und der Friede und der Segen, die Barmherzigkeit Allah sei auf unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und seiner ehrenwerten Familie und seinen Gefährten und allen, die ihm auf beste Art und Weise folgen bis zum jüngsten Tag. Allahumma amin. Wir haben heute einen sehr guten Freund von mir zu Gast, also den ich als Freund betrachte. Ob er mich als Freund betrachtet, ist eine andere Sache. Wir kennen uns schon seit einigen Jahren, alhamdulillah. Er ist auch ein fleißiger Student der islamischen Studien und arbeitet auch als Imam in Deutschland und als Theologe in Deutschland, alhamdulillah. Und die meisten von euch werden wahrscheinlich die Einführungseinheit, die gespeichert ist, auf meiner Seite gesehen haben. Wenn nicht, wie gesagt, könnt ihr das gerne wiederholen. Dort haben wir darüber gesprochen, was Fiqh bedeutet, was ist eine Fiqh-Schule,
etc. Das setzen wir jetzt hier mehr oder weniger auch voraus, auch wenn wir einiges wiederholen werden. Doch wir können nicht das Ganze nochmal neu aufrollen. Doch dann übergebe ich auch gleich, inshallah, Gökhan Hoca das Wort. Vielleicht ganz kurz, Gökhan Hoca, einige Worte zu deiner Person. Ganz kurz, ich weiß, es ist immer unangenehm und nicht einfach, über sich selbst zu sprechen. Ich kenne das. Doch vielleicht nur einige. Nein, bleib. Oder so. Nein, bleib ruhig, inshallah. Sag gerne einige Worte zu deiner Person und dann beginnen wir dann auch gleich mit dem Interview, inshallah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sallallahu alaihi wa sallam. Erstmal barakallahu fik für die Einladung. Ich finde dein Format sehr, sehr schön. Wirklich, also mega, macht dich belohnen. Ich möchte schon mal vorausschicken, ich bin hier als Freund Mohammed Matars, nicht als Hanefi-Theologe, der es geschrieben hat, sondern Freund Mohammed Matars, der versucht halt, die Hanefi-Methode zu lernen. Das ist nicht aus Bescheidenheit, sondern ihr werdet sehen, innerhalb der nächsten Stunde, dass da noch ein Weg zu gehen ist. Auf jeden Fall, kurz zu mir. Ich versuche zwar überwiegend anonym zu bleiben online, aber jetzt ist mein Name schon raus. Auf Facebook kann Hanefi, wahrer Name, Gökhan Soysal. Ein Gruß an den Verfassungsschutz. Geboren 92 in Offenbach am Main. Daher auch der Humor und der Akzent. Habe dort mein Abi gemacht und habe in Frankfurt islamische Studien studiert. Und habe natürlich mich beim Wissen, das muss ich mal dazu sagen, ist immer so ein Disclaimer, wenn man in Deutschland islamische Studien studiert hat, muss man den Disclaimer machen, dass man sich im Wissen natürlich nicht auf die Fakultäten verlässt, weil die Fakultäten geben höchstens ein paar akademische Mittel. Aber ich habe mich überwiegend auf meine Lehrer verlassen, sei es in Deutschland, in der Türkei, eigentlich in Jordanien, online, hauptsächlich in England und Kanada. So habe ich einfach versucht, die Method zu lernen, also auch die anderen Wissenschaften, mir eine Grundlage aufzubauen. Und der Weg geht natürlich weiter. Minel Mehdi ila Lacht, wie unsere Ulama sagten, von der Wiege bis zum Grab. Und ja, wir wollten einfach mit einigen Geschwistern was zu Imam al-Azam teilen. Genau, wir können gleich zu den auch Titeln von Imam Abu Hanifa was sagen. Vielleicht nur ganz kurz auch für die Teilnehmer, die Geschwister, auch immer ganz interessant, so ein paar Insights auch vielleicht zu uns. Gökhan Hoca und ich kennen uns auf der Online-Ebene über Facebook und andere Plattformen schon länger. Doch wirklich das erste Mal gesehen haben wir uns erst zu einem späteren Zeitpunkt. Und das war im Rahmen eines Seminars, wo wir uns getroffen hatten für 12 Tage mit dem Sheikh Ayman Swaid, wo wir die Sunna von Imam al-Nasa'i gelesen haben. Das war auch ein sehr, sehr intensives Seminar. Und vielleicht können wir in einem anderen Rahmen mal darüber sprechen, auch jetzt meine wir auch als Studenten, wie so ein Weg aussieht für einen Studenten. Da sind auch immer sehr, sehr viele Fragen. Ich persönlich bekomme wirklich Dutzende Fragen regelmäßig. Wo, wie kann ich studieren, was soll ich, wie studieren, etc. Aber das können wir auch nochmal zu einem anderen Zeitpunkt machen, inshallah. Ich möchte gleich beginnen, vielleicht nochmal ganz kurz, Gökhan Hoca, mit deinen eigenen Worten, wir haben das zwar das letzte Mal schon thematisiert, und mit deinen eigenen Worten, was ist Fiqh und was ist eine Fiqh-Schule? Also erstmal, ich habe in deinen Stream gestern reingeschaut, leider konnte ich, also nachträglich, ich konnte es nicht komplett schauen, aber das, was ich gesehen habe, war aber sehr, sehr ausführlich. Also du bist ja auf den Jibril Hadith eingegangen, wo Jibril a.s. den Propheten über Islam, Iman und Ihsan fragt. Und das ist ein sehr schöner Überblick über die Religion. Also es gibt einmal die praktischen Taten, dann gibt es die Taten des Herzens sozusagen, im Sinne von Iman. Und dann nochmal die Spiritualität im Ihsan. Und Fiqh ist natürlich der Bereich, der sich mit den praktischen Handlungen befasst. Du bist schon darauf eingegangen, ich fasse kurz einfach zusammen. Also Fiqh, erstmal sprachlich. Fiqh, yafqahu, hat im Arabischen die Bedeutung von Fahima, yafhamu. Natürlich gibt es immer kleine Unterschiede bei Synonymen. Also es gibt selten richtige Synonyme, die 100% übereinstimmen. Aber Fiqh heißt letztendlich Verständnis, Verstehen. Einige machen noch den Zusatz tiefes Verständnis, also al-fahmu al-daqiq. Oder feines Verständnis, tiefes Verständnis, wie man es auch übersetzen will. Und wichtig ist, dass man im Koran
und in der Sunna das Wort Firq auch nach der sprachlichen Bedeutung versteht, weil der Fachbegriff sich erst später etabliert hat. Zum Beispiel im Koran wird gesprochen von Yatafaqahu fid-Din, also dass sie sich in der Religion, also ein tieferes Verständnis in der religiösen Lebensweise zulegen, aneignen. Und in fast allen der Kutub as-Sitta, wenn nicht in allen, kommt der Hadith vor, wo der Prophet s.a.w. sagt, Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihuhu fid-Din, sallallahu alaihi wasallam. Also wem Allah Gutes möchte, den gibt er Verständnis in der Religion. Wie gesagt, man darf es nicht missverstehen, dass es hier nur um Fiqh geht, sondern es geht um auch Aqida, in erster Reihe sogar Aqida. Es geht um Tasawuf, es geht um auch alle anderen Bereiche. Selbst die arabische Sprache ist ein Teil davon, weil durch sie verstehen wir erst Koran und Sunna. Ein wichtiger Punkt, ja. Genau. Und der Prophet s.a.w. hat Dua gemacht für seinen Cousin. Sein Cousin, Ibn Abbas, radiallahu anhu, war zum Zeitpunkt, zur Lebzeit des Propheten s.a.w. war er erst, also nur 10 bis 13 Jahre alt. Also nur in diesem Zeitraum hat er mit seinem Cousin, dem Propheten s.a.w., zu tun. Und an dieser Stelle, so wie der Bruder Majid es immer macht, wir erinnern an die Salawat, s.a.w., nicht vergessen, inshallah. Und zwar hat der Prophet s.a.w. für ihn Dua gemacht, mit Allahumma faqihu fid-Din. Allah gebe ihm ein Verständnis in der Religion. Und es wird auch mehrfach überliefert zu unterschiedlichen Anlässen. Und das hat dazu geführt, dass Ibn Abbas ein sehr tiefes Verständnis in der Religion hatte. Und Fiqh war nur ein Teil davon. Noch vor Fiqh ist er für seinen Tafsir bekannt. Für sein tiefes Verständnis in Tafsir. Der Prophet hat damit auch Dua gemacht. Allahumma faqihu fid-Din wa 'allimhu at-Ta'wil. Ne? Und lehre ihm die Interpretation, also das richtige Verständnis sozusagen in, also der Sprache. Aber dazu gehört natürlich zentral der Koran. Ja. Ich möchte nicht einseitig zutexten, weil ich mag selber nicht, wenn bei Podcasts der Redeanteil 90-10 ist. Weil manchmal passiert, dass das einer so 90% redet und der andere nur so, Also heute, ich hab das letzte Mal wirklich sehr genug gesprochen, über eine Stunde. Ich glaube, die Geschwister haben meine Stimme genug gehört. Heute, inshallah, hören wir deine Stimme auch mit der Absicht, dass wir dich hören wollen, inshallah. Das, was du gesagt hast, ist sehr wichtig, dass es geht beim Fiqh nicht nur darum, also vielleicht zu Beginn in erster Linie, dass man sozusagen die einzelnen Fragestellungen und Normen kennt. Doch du hast sehr, sehr gut darauf hingewiesen, dass es noch viel mehr ist, viel mehr dahinter steckt. Das führt mich zu einem anderen Punkt, und zwar wird manchmal von Geschwistern, die nicht den Überblick haben oder nicht verstanden haben, worum es im Fiqh geht, den Fuqaha, den Fiqh-Gelehrten vorgeworfen, dass sie eigentlich nur Normen nennen oder geben oder niederschreiben etc., aber die Belege nicht kennen würden, die Einzelheiten nicht kennen würden, Herleitungen nicht kennen würden, etc. Das ist natürlich ein Trugschluss, darauf bin ich auch das letzte Mal eingegangen, dass nur weil der Gelehrte den Beleg oder die Herleitung oder sein Wissen nicht in voller Gänze offenbart, heißt es nicht, dass er es nicht hat. Das ist ein Trugschluss auch. Deswegen, Fiqh ist nicht nur, also Fiqh ist wirklich umfassendes Wissen und Verständnis, was du hervorgehoben hast, Barakallahu fik. Dann vielleicht zum nächsten Punkt, was ist eine Fiqh-Schule? Okay, das ist Fiqh, wir haben verstanden, was Fiqh ist. Es geht um Wissen und Verständnis über die, also ich sag mal, Handlungsnormen, praxisbezogene Normen. Und was ist eine Schule? Also auch mit deinen eigenen Worten, was ist eine Fiqh-Schule? Wenn du erlaubst, würde ich noch ganz kurz beim Fiqh selber bleiben. Na, natürlich. Um nicht zu lang zu machen. Und zwar erstmal die islamischen Disziplinen, sei es Hadith, Fiqh, Tafsir, Kalam, Arabisch und so weiter. Wir müssen uns immer ins Bewusstsein rufen, dass all diese Wissenschaften eigentlich eine einzige Wissenschaft sind. Sie alle erforschen den Islam. Sie wurden nur getrennt, damit man sie unterrichten kann. Weil man kann keinen Unterricht machen, wo man alles auf einmal dem Schüler zuwirft. Das heißt eigentlich, wenn man Verständnis in der Religion haben will, muss man alle Bereiche lernen. Und das ist die Schwäche der akademischen Welt, weil in der islamischen Studien etc. kratzt man alles ein bisschen an und fängt dann an, sich zu spezialisieren. Ohne die Grund, also du kannst Tafsir-Experte werden in der akademischen Welt,
ohne Arabisch zu können. Krass. Tafsir-Experte ohne Arabisch. genau. Und einige Brüder haben von Nur gesprochen. Kurz mein Nur-Geheimnis ist, dass nein, täuschen. Bismillah. Und, Abu Hanifa. Schöne Bibliothek, mashallah. also, ich meinte das Licht. Wobei die Bücher haben auch eh nur. Auf jeden Fall, Imam Adam, Abu Hanifa, hat auch, wenn er über Fiqh gesprochen hat, primär diesen, das allgemeinere Konzept im Kopf gehabt. Klassisch, das wird immer erwähnt. Und zwar hat Abu Hanifa natürlich das berühmte Werk Al-Fiqh al-Akbar und Al-Fiqh al-Absat auch verfasst. Al-Fiqh al-Akbar ist eigentlich eine Kalam-Abhandlung, eine kurze, also Kalam im Sinne von Aqida, eine Aqida-Abhandlung. Damals gab es noch keine Kalam-Wissenschaft in dem Sinne, keine sunnitische Kalam-Wissenschaft, aber Abu Hanifa kann als einer der Vorreiter, die den Weg geebnet haben, gesehen werden. Und wenn er von Al-Fiqh spricht, in dem Kontext, meint er natürlich was? Er meint das Verständnis in der Religion. Und fachspezifisch hat Abu Hanifa auch Fiqh als, definiert als Marifatun Nafsi, Ma Laha wa Ma Alayha. Ich hoffe, ich habe es richtig. Genau, Ma Laha wa Ma Alayha definiert. Und das ist eine sehr weite Definition. Also, dass die Person weiß, was sie machen muss, also welche Rechte andere an ihm haben und welche Rechte er gegenüber anderen hat. Das heißt, eine sehr, sehr weite Sache. Aber da fällt auch Adab rein, da fällt alles Mögliche rein. Da fällt auch Aqida rein. Das heißt, wir haben wieder diese weite Definition. Und letztendlich hat sich als Fiqh-Wissenschaft, also fachterminologisch, die folgende Definition so etabliert. Und zwar, Al-Ilmu bil-Ahkam al-Shar'iyya al-Amaliyya min Adillatiha al-Tafsiliyya. Also die Kenntnis über die handelsbezogenen Scharia-Urteile, die sich aus den spezifischen Quellen speisen. Okay, so kann man es eventuell übersetzen. Und Fiqh hat natürlich drei Hauptbereiche: Ibadat, Mu'amalat und Qubat. Also einmal die Sachen, die zwischen dir und Allah sind, die zwischen dir und anderen Menschen sind, und dann nochmal das Strafrecht. Genau. Sorry, ich habe es jetzt voll lang gemacht. Ich will jetzt auch Nein, im Gegenteil. Nein, Barakallahu, du sagst noch einen. Wirklich vielen Dank. Ich finde, du hast auch den Punkt, den du erwähnt hast mit Imam Abu Hanifa und seiner Definition von Fiqh. Das war subhanallah eine Sache, die mir in der letzten Einheit wirklich entgangen ist. Und im Nachhinein, ich mich frage, warum habe ich das nicht gemacht? Und das wäre eigentlich sehr wichtig gewesen. Und du hast den Punkt gebracht, subhanallah. So haben wir eine also sehr, sehr, sehr schöne Ergänzung, Barakallahu Fik. Und da sind wir dann auch gleich bei Imam Hanifa gewesen. Und ich lasse das. Ich wollte lieber nicht zu viel vorwegnehmen, Imam Hanifa. Und gehen wir dann direkt über, okay, wenn wir über eine Fiqh-Schule sprechen. Manche sagen Rechtsschule. Was ist das? Was muss man sich darunter verstehen? Ist das eine eigene Religion? Hat das was mit dem Islam zu tun? Also tatsächlich im Persischen, wenn man von Mazhab spricht, meint man eine Religion oder eine Sekte oder so. Oder Ucheli Mazhabi, also er ist sehr religiös. aber im Sprachlichen heißt Mazhab was? Dhahaba heißt im Arabischen gehen. Mazhab ist der Weg, auf dem man geht, sozusagen. Und als Fachbegriff kann man Mazhab so verstehen, es ist sozusagen die Summe der Herangehensweisen und der Rechtsgutachten, Rechtsurteile, genannt Ijtihadat, eines Gelehrten. Und wichtig ist, wo wir auch viele Konflikte heute haben, weil das missverstanden wird, man denkt immer, wenn man von der Hanifi-Mazhab spricht, dann meint man den Mann Abu Hanifa, er hat was gesagt und wir akzeptieren das als Religion, Punkt. So ist es aber nicht, sondern deswegen finde ich das sehr wichtig, was du machst mit dieser Reihe und ich schätze das wirklich sehr, dass wir mit unseren Geschwistern den Fakt teilen, dass die Rechtsschulen irgendwo natürlich einen Anfangspunkt hatten, aber ständig überarbeitet worden sind, über 1400 Jahre. Es wurden Sachen revidiert. Die Schüler von Abu Hanifa haben in einigen Sachen andere Meinungen vertreten. So, aber ich will jetzt nicht schon so viel vorwegnehmen. Aber die Mazhab ist das ganze Produkt sozusagen. Und eine Mazhab verfeinert sich immer weiter. Okay? Ich will der Vergleich mit Wein. Nein, passt zwar metaphorisch, aber ist haram.
Entgegen dessen, was einige Leute behaupten. Also Insider-Marktlaufig. Bevor wir, das, der Punkt ist sehr wichtig, was wenn wir zum beispielsweise sagen, die Hanafitische Schule, die Hanafitische Volksschule, die Hanafitische Rechtsschule, dass man nicht nur den Imam meint, dass man nicht nur eine Person meint, die von der alles gekommen ist und sondern dahinter steckt eine ganze Tradition auch an Gelehrten und eine ganze Tradition an Gelehrsamkeit. Doch bevor wir kurz zur Entstehung der Schule übergehen, also auch zu den einzelnen Gelehrten und der Entstehung der Schule und die Meinungsbildung der Schule, welche Gelehrten spielen dort eine Rolle, ganz kurz vielleicht einige wichtige Daten und Facts zu Imam Abi Hanifa, radiallahu anhu, rahimahullah. Genau, bei Abu Hanifa, wenn du erlaubst, würde ich beim Propheten sallallahu alaihi starten. Tafadal. Also erstmal, die mich kennen, also 2-3 Leute von meinen Freunden bei den Zuschauern, die wissen, dass ich ein leidenschaftlicher Fake-Hadith-Buster bin und gerne die Illusionen von Menschen zerstöre, die erfundene Hadithe verbreiten. Aber auf jeden Fall gibt es einen erfundenen Hadith, wo es heißt, Abu Hanifa tasiraj ummati. Abu Hanifa ist die Leuchte meiner Umma. Es ist inshallah haq, aber natürlich hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam authentische Überlieferung bei uns. Deswegen. Aber was der Prophet sallallahu alaihi wasallam tatsächlich gesagt hat, überliefert von Musnad Ahmed und vielen, also in Musnad Ahmed und vielen weiteren Quellen, da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, selbst wenn das Wissen auf Suraya wäre, das sind die, auf Deutsch nennt man die Plejaden. Das ist eine Sternformation. Also kein bestimmter Planet oder Stern, sondern eine Sternformation. Letztens habe ich wegen der Fußnote geforscht. Auch in der Astronomie nennt man das M45. Auf jeden Fall, selbst wenn es so weit weg wäre, würde Menschen von den Söhnen der Perser es holen. Und Imam Suyuti, okay, ich muss gerade über meinen eigenen Kommentar lachen. Auf jeden Fall, Imam Suyuti hat was gesagt. Hada aslun sahihun yu'tamadu alayhi fil basharati bi Abi Hanifa. Dieser Hadith, den ich gerade genannt habe, ist also laut Imam Suyuti und vielen weiteren Gelehrten eine starke Basis dafür, zu sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die frohe Botschaft von Abu Hanifa gebracht hat. Einige gehen auf andere. Genau. Übertragen es auf andere Gelehrte, aber es ist halt meistens wird es auf Abu Hanifa übertragen. Der Hadith steht in Musnad Ahmed. Genau, noch mehr Eckdaten. Ich merke, dass ich zu sehr ausschweife. Ich habe so eine Gewohnheit, dass ich so eine Spirale mache, was ich zur Mitte komme. Nein. Also es geht wirklich darum, dass wir uns inshallah auf eine, ja, also schöne, also wenn man locker sagt, ist natürlich, kann das negativ verstanden werden, aber was wir machen, ist wichtig. Nicht, dass wir es zu locker nehmen, aber es soll eine lockere, ruhige, schöne, inshallah gesegnete Atmosphäre sein. Das heißt, du sollst auch alle Freiheiten haben, wir hören dir zu. Und das heißt, und inshallah, die Teilnehmer auch, die hören auch konzentriert zu, auch wenn, mashallah, einige sind wirklich hauen auf die Tasten und schreiben etwas. Deswegen mein Punkt ist immer auch bei den Live-Treffen, Geschwister, hört zu, ich weiß, es ist spannend und ihr habt eure Fragen und Anmerkungen. Doch lasst euch nicht ablenken, sondern hört zu, inshallah. Genau, Tfadal, du hast das Wort. Ja. Ganz kurz auch zu meiner Person. Ich habe zwar das noch nicht testen lassen, aber ich bin davon überzeugt, dass ich ADS habe. Also okay. Meine Aufmerksamkeit also ist so schnell abzulenken. Also ich muss nur ein Geräusch von der Straße zwei Straßen weiter hören und ich mache dann was anderes. So, und wenn ich die Kommentare lese, ist mein Kopf da. Egal, Bismillah. Ich versuche mich zu bändigen. Auf jeden Fall. Das heißt, liebe Geschwister, nicht so viel schreiben, zuhören. Nicht, dass jetzt Geschwister einiger Gruppierungen jetzt in die Chatline von Spam Spaß. Auf jeden Fall. Spaß. Also auf jeden Fall, die Vorgeschichte ist auch wichtig.
Subhanallah. Die Vorgeschichte Kufas. Und zwar, der Irak wurde ja, meine Kenntnis dazu zeigt von Omar, radiallahu anhu, erobert. Und Kufa ist eine der ersten Städte, die sozusagen so gegründet worden sind. Und mit der Moschee begonnen, mit der Masjid Kufa, die es heute noch gibt. Und es war das Zentrum des Kalifats von Ali, radiallahu anhu. Und es haben sich sehr, sehr viele Sahaba in Kufa befunden. Das heißt, einige versuchen es so darzustellen wie, ja, Kufa war weit weg vom islamischen Zentrum und deswegen hatten die keinen Zugang zu Hadithen und so weiter. Wobei große Sahabe wie Ali radiallahu anhu selber, seine Kinder, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Tufail und auch Anas ibn Malik, soweit ich weiß, gegen Ende seines Lebens, sehr viele haben sich dort befunden. Deswegen gab es einen sehr guten Zugang zu Hadith, und zwar von denen, die dem Propheten sogar besonders nahe standen. Und an dieser Stelle lohnt es sich auch zu erwähnen, Imam al-Kawthari hat ja auch ein Werk verfasst extra, Fiqh Ahl al-Iraq wa Hadithuhum, also der Fiqh der Gelehrten Iraks und ihr Hadith, also ihre Hadithquellen sozusagen. Und es wurde auch auf Türkisch übersetzt. Und mit Allahs Erlaubnis wird es inshallah vielleicht sogar dieses Jahr noch auf Deutsch kommen. Mach Dua. Genau, also es war also ein Lehrzentrum, wo auch viele Gelehrte waren, die Tabi'in natürlich, die von den Sahaba gelernt haben, dann die Etba'u-Tabi'in und so weiter. Und zur Zeit von Ali, radiallahu anhu, hat wer gelebt? Super, der Opa Abu Hanifas. Abu Hanifa erstmal heißt eigentlich Nu'man. Nu'man ibn Thabit ibn Zuta, manchmal auch ibn Nu'man genannt. Manchmal hat er einen arabischen und persischen Namen, Allah Halim, ibn Mahdudan. Noch vor seiner Geburt, was ist passiert? Zuta, also der Opa von Abu Hanifa, ist mit Thabit, dem Vater von Abu Hanifa, also Vater und Sohn, sind zu Ali radiallahu anhu gegangen und haben ihn um ein Dua gebeten. Das überliefert der Enkel von Abu Hanifa. Und zwar hat der Vater von Thabit ihn zu Ali gebracht und dann hat Ali für ihn und für seine Nachfahren Dua gemacht. Also damit Allah sie segnet. Und der Enkel Abu Hanifa sagt, und wir hoffen, dass wir das Ergebnis dieses Duas sind. Genau. Und der Opa Abu Hanifas hat auch Ali radiallahu anhu eine Süßigkeit geschenkt, Feluze, wo immer diskutiert wird, was ist das genau. Genau, ist eine interessante Backstory sozusagen. Und im Jahr 80 wurde dann Abu Hanifa selber geboren. Es gibt sogar Meinungen, dass er vorher geboren ist, aber 80 ist so die gegenteilige Meinung. Also 80. 80 nach der Hijra natürlich. Genau, für die Zuschauer. Nach Isa a.s. wer hätten wir ein Problem gesagt? Ein Problem, wollte ich eigentlich sagen. Genau. Also im Jahr 80 oder davor. Wenn ihr uns in Gedanken rufen, dass der letzte Sahabi im Jahr 110 verstorben ist, wo Abu Hanifa schon mindestens 30 Jahre alt war, ist es selbstverständlich, dass er auch Sahabe gesehen hat. Also es wird manchmal diskutiert und so weiter, aber es ist selbstverständlich, dass er Sahabe gesehen hat. Vor allem Abu Prophet, weil Scheiß hat, der sich in Kufa befunden hat. Ist klar. Also, aber es wird auch überliefert, dass er Anas bin Malik gesehen hat und sogar von ihm die Überlieferung, wo er direkt von ihm überliefert, sind umstritten. Aber auf jeden Fall, dass er ihn gesehen hat, wird authentisch überliefert und er gesehen hat, wie er gebetet hat. Deswegen ist auch immer interessant, wenn man Bücher hat, wie das Gebet des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, also die meisten wissen, dass das Buch von Al-Albani ist und ganz kurz, ich habe kein Problem zu sagen, ich bin stolz darauf, sein Grab mit meinen eigenen Händen sauber gemacht zu haben in Jordanien. Und auch wenn er es selber nicht wollte, habe ich für die Fertigkeit gelesen. Baraka geben. Die Sache ist aber, dass man natürlich, wenn man 1350 Jahre ungefähr nach dem Leben des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam ein Buch über sein Gebet schreibt, basierend auf Hadithen, selbst wenn sie authentisch sind, kann es nicht so authentisch sein, wie jemand, der die Sahabe beten gesehen hat. Oder die Schüler der Sahabe. Und der das direkt durch die Praxis gelernt hat. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du nennst. Weil wir verstehen müssen, dass also auf der einen Seite, natürlich können wir sagen, dass eine starke Hadith-Bewegung,
die es natürlich auch in unserer Tradition gibt und vielleicht heute auch gibt, ist sehr wichtig, dass die Aussprüche des Propheten sallallahu alaihi wasallam bewahrt werden. Doch was wir im Fiqh verstehen müssen, ist, dass die Imame der Schulen, allen voran Imam Abu Hanifa, der keiner wie er war, den wie wir gerade gehört haben, den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, so nah wie er von den Imamen, wenn wir das so sagen möchten, dass diese Imame, jemand wie Imam Abu Hanifa, eine lebende, existierende Sunna erlebt haben. Eine lebende Sunna auch beobachten konnten. Und du hast sehr schön gesagt, das kann man niemals mit unserem heutigen Verständnis von Sunna auf eine Ebene stellen, parallel sehen oder gleichwertig sehen. Niemals. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen, wenn wir über die Imame sprechen, Barakallahu. Genau, zwei Brüder haben, also eine Schwester, ich weiß nicht, das Thema angesprochen, Sunna und Hadith, der Unterschied. Sunna ist sozusagen die Makroebene des Lebens des Propheten, also das Gesamtbild sozusagen. Weil es kann sehr schnell passieren, dass jemand einen einzelnen Hadith nimmt und auf eine Weise anwendet, der nicht der Sunna entspricht. Und das ist das Wichtige. Also die Sunna ist der gesamte Umgang, also der, wie man die spezifischen Urteile auch anwendet. Und das ist halt der wichtige Unterschied. Hadithe zu befolgen heißt nicht, dass man auf der Sunna ist. Sehr gut. Okay. Nicht missverstehen natürlich. Die Hadithe sind die Quelle der Sunna, aber die Gesamtheit der Hadithe, der authentischen Hadithe, ist sozusagen die Sunna. Sehr wichtig. Und darauf gehen wir später noch ein, inshallah. Danke, okay. Bleibt noch heran. Wir waren stehen geblieben bei Imam Abu Hanifa. Vielleicht kannst du uns noch zu Imam Abu Hanifa selbst, vielleicht hast du so einige Charakterzüge, dass wir ihm so auch näher kommen, so vielleicht, oder Begebenheiten aus seinem Leben mit seinen Schülern. Muss nicht viel sein, aber dass wir so einen kleinen Einblick kriegen, auch in seine Person. Inshallah. Ja. Also, jemand hat nach den Überlieferungsketten gefragt, das kommt später, inshallah. Also Abu Hanifa selbst, Abu Yusuf zum Beispiel, beschreibt ihn als kleiner Rab'atan. Soweit ich weiß, heißt das jemand, der so durchschnittlich groß ist. Und kleiner Ahsana Nasuratan. Er war der most handsome man sozusagen, also der attraktivste Mann unter den Kufan. Und Wa'abiyanahum Hujjatan alama yurid. Berliner Judith, Entschuldigung. Also er konnte am besten ausdrücken, was er möchte. Nicht so wie ich gerade. Sondern er konnte sehr klar ausdrücken, was er wollte. Also sehr zielgerichtet. Es wird auch überliefert, dass er, also er hat jetzt nie so groß gelacht oder so, aber er war so eher zurückhaltend und er hat nie gesprochen, wenn es nicht notwendig war, wenn es nicht nützlich war. Okay? Und das ist auch etwas, was wir heute nicht praktizieren können, sei es in der Kommentarspalte, ich meine nicht diesen Chat hier, aber einige Kommentarspalten, da wünscht man sich den Abu Hanifa. Genau, was noch von ihm noch bekannt ist, dass er war natürlich ein Stoffhändler, also Seidenhändler sogar, weil er auch von einer Händlerfamilie kommt. Also seine Familie waren ursprünglich auch Stoffhändler und sie werden als die Mawali, also die Verbündeten der Banu Tamim bezeichnet. Und manche denken, weil sie Sklaven waren und der Stamm Banu Tamim hat sie befreit, aber so ist es nicht. Also wir waren niemals Sklaven, sagt der Enkel Abu Hanifas, sondern es ist eine Wilayatul Islam. Also sie haben sich mit dem, also die das nicht kennen, die Araber hatten das Wilaya-System, also man hatte sozusagen ein Bündnis als Stamm. Wenn man einen Sklaven befreit hat, hatte man ein Bündnis zu ihm. Aber auch wenn Nicht-Araber den Islam angenommen haben durch dich, warst du sozusagen sein Maula und er war dein Maula. Der Begriff Maula hat 1000 Bedeutungen, was aber jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen würde. Genau. Wollen wir so ein bisschen darauf eingehen, wie er sich in der Wissenschaft entwickelt hat, wie es dazu kam? Sehr, sehr, sehr gerne. Kurz vorher ein Punkt auch, ein Gedanke, der mir gerade kam auch, was wir heute jetzt auch jetzt unabhängig von jetzt nur Muslimen, sondern allgemein auch, wir haben oft so einen Vorwurf gegenüber, ich sag mal, Fiqh-Gelehrten, Spezialisten des Fiqh, dass sie nur Theoretiker seien und dass sie die Realität der Menschen nicht kennen würden, etc.
Imam Abu Hanifa ist das beste Beispiel, was das ganze, diese ganze Vorstellung widerlegt. Also wenn er Händler war, dann lebt er mit den Menschen, für die Menschen und subhanallah. Also das ist ein wichtiger Punkt bei Tawfiq. Ja. Genau. Auch nochmal Fiqh. Also manche sehen Fiqh einfach als so eine trockene Wissenschaft. Aber was wir hatten erwähnt, alle Wissenschaften sind eigentlich zusammen, nur zum Lehren wurde es getrennt. Ja. Das heißt, wenn jemand nur Fiqh lernt, dann wird er genauso ein trockener Mensch wie ein Anwalt. Okay? Ein nicht-muslimischer, atheistischer Anwalt. Wobei natürlich Fiqh selbst, da auch Ibadat drin sind, hat natürlich einen Unterschied. Aber wenn man auch nur auf die Rituale sich fokussiert, ohne die spirituelle Ebene, eben aus den Tasawuf, Tazkiya-Werken etc., kann es eben dazu führen, dass man eben so kommt. Abu Hanifa hingegen war nicht so. Weil Abu Hanifa, was halt bekannt ist, er ist einer der wenigen, also es werden 4 bzw. 5 erwähnt, Tamim al-Dari, Uthman ibn Affan, Said ibn Jubair und Abu Hanifa, die auch weitere, aber die später kamen, die in einer einzigen Rekat den gesamten Koran gelesen haben. Und hier Personen, die jetzt natürlich materialistisch geprägt sind, denken, es geht doch gar nicht laut so und so lang. Aber das ist eben eine Karame. Wenn Allah will, faltet er die Zeit, wie er möchte, verlängert, verkürzt für dich. Und das ist durchaus möglich. Und er ist einer derjenigen, die das gemacht haben. Und er hat mal mitbekommen, wie einige darüber gesprochen haben. Also Frauen, glaube ich, haben so gesagt, oh, kennst du den Abu Hanifa? Er betet das Isha-Gebet und das Fajr-Gebet mit demselben Wudu. Also in dem Sinne, dass er die ganze Nacht durchmacht und nicht schläft, sondern mit demselben Wudu das macht. Heutzutage beten wir auch so, aber weil die Isha ganz... Spaß. Auf jeden Fall, Abu Hanifa hat das gehört, aber zu dem Zeitpunkt hat er das nicht gemacht. Also mit einem Wudu, Isha und Fajr. Was hat er dann gemacht, als er das gehört hat? Er hat das nachgeholt. Und zwar 40 Jahre hat er das dann durchgezogen. Einfach, weil er gehört hat, dass Leute es sagen. Er hat gesagt, ich habe 2 Möglichkeiten. Entweder sagt, nein, es ist nicht so. Oder I get on the level. Und so sollten wir auch bei uns selbst sein. Also uns selber niedermachen. Und das ist halt auch eine Besonderheit an ihm war, dass er unterstützte seine Schüler. Weil Abu Yusuf ist bekannt, dass er keine guten finanziellen Mittel hatte, aber er wollte bei ihm lernen. Ich habe jetzt natürlich ich springe ein bisschen historisch hin und her. Kein Problem. Aber er hat halt seine Schüler auch sehr supportet, damit die sich versorgen konnten und sich auf den Unterricht konzentrieren konnten. Schauen wir. Ich gehe noch historisch ein bisschen zurück. Er hat mit seinem Vater im Alter von 16 die Hajj gemacht und hat dann sozusagen auch die Ulama von Medina, Mekka gesehen. Und er hat sich, also er war ja ständig mit Handel auch beschäftigt, und Ash-Shabi, einer der großen Tabi'un-Gelehrten, hat eines Tages Abu Hanifa gesehen, also er saß, Ash-Shabi saß, und Abu Hanifa ist gerade vorbeigelaufen. Da meint Ash-Shabi, zu wem gehst du? Und da meint er, ja, zu so und so. Also er hat einen Händler genannt, zum Händler so und so. Sagt, nein, ich meine nicht diese Leute, sondern ich meine, bei wem lernst du? Dann meint er, ich gehe nicht großartig zu Gelehrten oder so. Wie gesagt, das war noch, als er sehr jung war, noch in seinem Teenageralter sozusagen. Genau, was sagt er? Und dann meint er, Shabi, la taf'al, mach das nicht. Also ich sehe, er hat nämlich ein Potenzial in ihm gesehen. Es ist auch sehr wichtig, dass Lehrer das machen, dass sie Potenziale sehen und ihre Schüler dementsprechend auch pushen. Zwar sagt er, وَعَلَيْكَ بِالنَّظَرِ فِي الْعِلْمِ وَمُجَالَسَةِ الْعُلَمَا. Du musst dich mit dem Wissen beschäftigen und dich mit den Gelehrten hinsetzen. فَإِنِّي أَرَى فِيكَ يَقَظَةً وَحَرَكَةً. Denn ich sehe in dir eine Aufgewecktheit und Bewegung, sozusagen, ein Potenzial. Und dann meint er, فَوَقَعَ فِي قَلْبِ. Das hat dann ein Eindrang, nennt man Eindrang? Eingang in mein Herz gefunden. Genau, Offenbach represent. Also es hat einen Eingang in mein Herz gefunden, was er gesagt hat. فَتَرَكْتُ الْإِخْتِلَافِ اَيَّ لَسُّقُ وَأَخَصْتُ فِي الْعِلْمِ وَفَنَفَعَنِّي بِاللَّهُ بِقَوْلِهِ. Da habe ich den Handel gelassen. Also er war weiterhin ein Händler, aber er hat es nebenbei gemacht. Also nicht die ganze Zeit hustle, so immer mehr, immer mehr, immer mehr. Okay? Wie bei den YouTube-Werbungen.
Ihr könnt das bestellen. Willst du 3000 Euro in einem Monat sparen? Ja, da willst du einen Vortrag gucken und dann kommt jemand und tut das. Das sind dann meistens die Marcells mit den fetten Ohren so. Aber dann, was Abu Hanifa sagt, ist, dass Allah hat mir dann durch seine Aussage Nutzen gebracht. Also er hat dann mich sozusagen so beeinflusst. Aber was hat Abu Hanifa gemacht? Erstmal hat er sich mit der Aqida-Wissenschaft befasst. Und das ist bekannt, dass er sich sehr tief, also sehr darin vertieft hat und sich sehr darin gesteigert hat. Und so sehr, dass die Leute mit dem Finger auf ihn gezeigt haben. Also wirklich so Fame, dass die Leute wirklich gesagt haben, was? So, stellt euch vor, heute würde, sagt schon, wer ist so bekannt? Ich kenne keine richtigen Promis mehr. So. Nimm muslimische Promis. Also ich war mal in London bei einem Vortrag von Ustad Nu'man Ali Khan und da waren wahrscheinlich, weiß ich, tausende Leute, die teilgenommen haben an dem Seminar, und dann die Leute erst nur rausgegangen und die Leute haben ihn überrannt. So. Ich weiß nicht, ob es so war. Allah muss sagen. Genau, der Mohammed Salah. Wenn Mohammed Salah von Liverpool durch die Straßen von Liverpool läuft, was würden die Leute machen? So, also, in so einem Status ist Abu Hanifa, komm, er war noch 20 Jahre alt, also zwischen 16 und 20 hat er schon diesen Status gehabt, dass er das so beherrscht hat, diese Wissenschaft, und sich so vertieft hat, dass er auch andere debattieren konnte. Er war so einer der ersten Großen, die auch mit Verstandesbeweisen gegen ihre geleitete Sekten debattiert hat. Also zum Beispiel gegen die Qadiriyya, woraus später die Mu'tazila wurde. Genau, in Al-Fiqh al-Akbar wird sogar Mu'tazila wortwörtlich genannt. Und er hat diese Werke verfasst. Also ich weiß nicht genau, in welchem Eifer das jetzt genau war, aber Al-Fiqh al-Akbar, Al-Fiqh al-Aqsar, sein Risala, sein Wendschreiben, Al-Alim wal-Mu'allim und Al-Wasiyya. Das ist aber erst gegen Lebensende. Das sind seine 5 Abhandlungen, die er über die Aqida sozusagen verfasst hat, die auch bis heute noch unterrichtet werden. Also hier auch sehr schön empfehlenswerte Dings, Tahqiq von Hamza al-Bakr, Al-Wasiyya. Gibt es die Wasiyya nicht sogar ins Deutsch übersetzt? Bin mir gerade nicht sicher. Genau, es gibt. Also Al-Fiqh al-Akbar gibt es auf jeden Fall. Wasiyya glaube ich auch, ich bin aber nicht sicher. Einfach Al-Akbar wurde, glaube ich, mehrfach übersetzt. Der eine Übersetzer, sein, ja. Bei dem weiß ich nicht, was er mit dem Inhalt gemacht hat. Deswegen machen wir es da an. Das ist ein zeitgenössischer Schaff, der sehr empfohlen wird, Al-Badr al-Anwar. Aber jetzt, die nicht Arabisch können, die können auch vom Englischen profitieren. Und von Mufti Abdurrahman hat das sehr schön zusammengefasst von Ali al-Qadi und dann Al-Masawi. Und auch hier auch von Ali al-Qadi, der Scharf. Okay. Und das ist jetzt auch sehr interessant. Für die, ich glaube, hier sind auch viele, die Türkisch können. Das sind die 5 Werke, das sind alles kurze Traktate, das sind keine langen Texte oder so. Alle 5 zusammengefasst auf Türkisch und Arabisch. Al-Usul, wie heißt es nochmal? Al-Usul al-Munifa. Wie heißt der al-Munifa oder so? Genau, also das vom IV Verlag, falls jemand daran interessiert ist. Kann ich, Subhanallah, wusste ich nicht, Arabisch, Türkisch. Kann ich vielleicht mein Türkisch etwas auffrischen? Kann ich vergleichen. Dein Türkisch ist besser als meins, du Kreuzbein. Ich bin in kleinen Istanbul groß geworden, da. Da gehe ich immer als Türke durch. Ne? Was ist dann passiert? Er hatte natürlich sich hauptsächlich auf Aqida konzentriert. Aber dann wurde er einmal etwas gefragt über. Einen Moment, bin ich gerade mit dem MyIbada-Account hier drin oder mit 61k? Du müsstest eigentlich mit 61k drin sein. Bin mir gerade nicht sicher. Also. Okay. Das sollte nicht sein. Okay, Bismillah, also mit meinem eigenen Wasser. Nein, mit 61k musst du dann nicht sehen. Und zwar, was passiert ist, Abu Hanifa wurde eine Frage über Talak gefragt. Es war eine ganz simple Frage eigentlich. Mhm. Und zwar, wie ein Mann wollte sich von seiner Frau scheiden lassen. Was ist passiert? Er hat einfach nur gefragt, wie mache ich das entsprechend der Sunna? Und der Abu Hanifa
Rahimahullah, war sich unsicher, wie es jetzt genau entsprechend der Sunna gemacht wird, obwohl es eigentlich eine simple Fragestellung ist, die jeder lernt, der Fiqh im Nikah lernt. Und da hat er gemerkt, guck mal, Aqida ist ein wichtiger Bereich, ich bin jetzt zum gewissen Punkt gekommen, aber ich muss auch diese Sachen lernen. Und der ist zu Hamad ibn Abi Sulaiman gegangen, der dann später sein Hauptlehrer werden sollte, nicht sein Hauptschullehrer, sondern sein hauptsächlicher Lehrer. Und bei ihm hat er dann angefangen, Fiqh zu lernen. Und Hamad ibn Abi Sulaiman hat ihn so unter die Fittiche genommen, also so Wert auf ihn gelegt, dass er dann auch gesagt hat, keiner setzt sich auf meinen, also neben mich sozusagen, oder an die Spitze der Sitzung, außer Abu Hanifa. Und so hat sich eben diese Schüler-Lehrer-Beziehung entwickelt, die sehr, sehr wichtig ist. Weil was sagen wir? Man la Sheikha le, fa Sheikhu Shaytan. Also wer kein Sheikh hat, ist ein Sheikh, ist der Shaytan. Oder wie ging es nochmal? Also, wessen Sheikh sein Buch ist, der macht mehr falsch als richtig. Ja. Genau. Man kann ja ilmuhu min kitabihi wa khatahu aksaru min sawabihi. Genau. Und das ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache, dass wir uns darauf fixieren, eben nicht unser Wissen hauptsächlich von Büchern beziehen. In den islamischen Wissenschaften sind Bücher ein begleitender Aspekt. Aber der Hauptfaktor ist der Lehrer. Und wir sehen, wohin das führt, wenn man eben nicht den Lehrer im Fokus nimmt, sondern das Buch als Fokus nimmt. Dadurch entstehen halt eben Takfiris, Ablehner von Madhahib, Leute, die Rechtsschulen zu locker mischen, auf eine Art und Weise, die kein Gelehrter erlaubt hat und so weiter. Also, es hat jemand nach der Verbindung gefragt, also der Isnad, die Überlieferungskette von Abu Hanifa zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar, das ist eine wirklich sehr, sehr kurze Kette. Man darf es nicht mit einer Hadith-Kette verwechseln, sondern man muss sich vorstellen, Abu Hanifa hat das Wissen tiefsinnig bei Hamad ibn Abi Sulaiman gelernt. Hamad ibn Abi Sulaiman hat tiefgründig bei Ibrahim al-Nakhai gelernt, einer der großen Imame der Tabi'un. Ibrahim al-Nakhai hat tiefgründig bei Al-Qama ibn Qais gelernt. Und Al-Qama ibn Qais ist einer der wichtigsten Schüler von Abdullah ibn Mas'ud. Genau, von den Sabiqun al-Awwalun, von den ersten frühen unterstützenden Muslimen von Mekka noch, die nicht von der Seite des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewichen sind. Und deswegen haben die eben eine sehr, sehr besondere Vorrangstellung. Alhamdulillah. Das heißt, wir wiederholen die Kette. Abu Hanifa, Hamad ibn Abi Sulaiman, Ibrahim al-Nakhai, Rahimahullah, Al-Qama ibn Qais, Rahimahullah, Abdullah ibn Mas'ud, Rahimahullah, vom Propheten, Sallallahu alaihi wasallam. Aber Abu Hanifa hat natürlich auch kürzere Isnad, also Überlieferungsketten von Hadithen. Da sind teilweise zwischen Abu Hanifa und dem Propheten nur zwei Leute. Und es ist ja bekannt, also ist jetzt ein Thema, wo man jetzt sich nicht zu sehr darauf fixieren sollte, weil es kam immer zu Beef zwischen Gelehrten. Aber es ist bekannt, dass Imam al-Bukhari kein großer Fan von Abu Hanifa war. Also vor allem von fast zwei zeitgenössisch, also Gelehrten, die zur selben Zeit gelebt haben. Genau. Es gibt ja also auch die, bei dir wird das dasselbe sein. Unsere Lehrer haben uns immer gesagt, wenn ihr einen Gelehrten seht oder liest von einem Gelehrten etwas, der einen seiner Zeitgenossen kritisiert, dann müsst ihr das immer mit Vorsicht beachten oder betrachten. Und, genau. Zum Beispiel Mohammed ibn Ishaq, der große Sira-Gelehrte. Was sagt Imam Malik über ihn? Also ein Dajjal min al-Dajjajila. Ein Dajjal von den Dajjals. Und dann wurde er gekontert mit Dajjajila ist nicht mal der richtige Plural, Imam Malik. Sondern Dajjalu. Aber das muss man nicht zu ernst nehmen, weil die frühen Gelehrten vor allem hatten eine sehr, sehr große Empfindlichkeit. Wenn jemand was gesagt hat, was so ein bisschen unverständlich gewirkt hat, haben sie sehr schnell einen Stempel drauf gemacht. Und teilweise basiert das auf Fake News. Imam al-Auza'i, der in Syrien, also Scham, in der Levante war, ich weiß nicht, ob er Abu Hanifa je persönlich getroffen hat, ist nicht bekannt, Allahu a'lam,
Aber er hat teilweise sehr negative Aussagen über Abu Hanifa. Aber wenn man zurückverfolgt, was eigentlich der Inhalt war, sieht man, dass Imam al-Auza'i diese Aussagen basierend auf Fake News getroffen hat. Mhm. Also im Sinne von, wenn er das gesagt hat, dann ist es so und so. Mhm. Und deswegen, wir mit unseren heutigen Mitteln, dass wir nachverfolgen können, was ich gesagt habe, was haben seine Schüler von ihm übermittelt, müssen uns nicht also müssen nicht unsere eigenen Zungen damit beflecken, dass wir die Sachen wiederholen. Was leider sehr, sehr viele, vor allem jüngere Personen, meistens unter 20, machen, indem sie von bestimmten Sekten irgendwelche PDFs nehmen, copy-paste, was die Gelehrten gegen Abu Hanifa gesagt haben. Sehr problematisch, diese Herangehensweise. Ja, ich denke, Imam Abu Hanifa ist auch einer von den Imamen, denen, sag mal, am meisten Unrecht in dem Bereich getan wurde, definitiv. Auf jeden Fall. Imam. Genau. Und die Überlieferung von einigen Gelehrten, die gegen Abu Hanifa sprechen, das geht meistens darauf zurück, dass entweder ist diese Überlieferung gar nicht authentisch. Bei Khatib al-Baghdadi, in seinem Tarif, sind sehr, sehr viele solche Überlieferungen, die angeblich gegen Abu Hanifa sprechen, mit einem katastrophalen Isnad. Es ist kein Sahih al-Bukhari. Was ist Isnad? Ganz kurz, was ist Isnad? Entschuldigung. Isnad ist, ich hörte Mohammed Matar sagen, er hörte Farid Haider sagen, er hörte Dr. Amos Said sagen, dass Sheikh Abdulaziz Oyunasud so und so sagte. Das ist meine Überlieferungskette. Und Al-Khatib al-Baghdadi, ein bagdadischer Gelehrter, hat einige Überlieferungen, also auch für Abu Hanifa, die positiv über Abu Hanifa sprechen, er reiht das einfach nacheinander auf. Und einige sind negative. Und bei vielen sehen wir, dass die gar keine Grundlage haben, weil in der Kette sind Lügner, Leute, die dafür bekannt waren, über zu übertreiben, in eine bestimmte Richtung, Mujassima und so weiter. Und manchmal wurden diese Aussagen getroffen, basierend auf Unwissenheit über seinen Zustand, wie gesagt, basierend auf Fake News. Und was auch interessant ist, und zwar, ich wollte die Aussage direkt zitieren, wenn du erlaubst. Natürlich. Genau, und zwar sagt, genau, Al-Khuraybi, ein Gelehrter der damaligen Zeit, also von den Salaf, sagt, مَا يَقَعُ فِي أَبِي حَنِيفَ إِلَّا حَاسِدٌ أَوْ جَاهِلٌ. Das überliefert er Zahir bei Sir Alam al-Nubala. Nur jemand, der nicht über seinen Zustand Bescheid weiß oder der ihn beneidet, redet schlecht über Abu Hanifa. Und sein Schüler Abdullah ibn al-Mubarak wurde auch gefragt. kein Hate jetzt gegen dich, aber er hat nämlich gelernt bei Imam Malik und bei Imam Abu Hanifa, Abdullah ibn al-Mubarak. Und er wurde gefragt, Malik und Afqahu oder Abu Hanifa? Fakala Abu Hanifa. Wir respektieren und lieben alle unsere Gelehrten. Ja. Aber heute sind wir bei Abu Hanifa. Bei Imam Malik. Heute sind wir bei Abu Hanifa, morgen sind wir bei Imam Malik. Dann können wir morgen kannst du zurückschlagen, Bruder. wo wir auch schon mal dabei sind, ich wollte eine Aussage von Imam al-Munawi auch mit euch teilen. Einfach diesen Respekt zwischen den Rechtsschulen auch nochmal zu betonen. Und zwar sagt Imam al-Munawi, Abdul Rauf al-Munawi, ويجب علينا ان نعتقد ان الائمه الاربعه والسفيانين يعني سفيان الثوري وسفيان بن عيينه والاوزاعي وداود الظاهر واسحاق بن راهويه وسائر الائمه على هدى und es ist Pflicht für uns zu glauben, daran festzuhalten, dass die vier Imame, also Abu Hanifa, Malik, Shafi, Ahmed, genauso auch die zwei Sufians, also Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna und Auza'i, Dawud al-Zahiri und Ishaq ibn Rahuya und die anderen Imame, die Mujtahid-Gelehrten, also die Großgelehrten, die die Wissenschaften beherrschten, dass sie auf der Rechtleitung sind. ولا التفات لمن تكلم فيهم بما هم بريئون منه. Und wir wenden uns nicht dem zu, was über sie gesagt wurde, wovon sie eigentlich frei sind. Alhamdulillah. Das heißt, das ist eine Herangehensweise, die wir auf jeden Fall haben sollten. Und halt mich wirklich auf, wenn ich zu weit auftauche. Nein. Also ich sag mal so, wir haben, ich hab zwar auf dem Flyer eine Stunde geschrieben, aber das letzte Mal war es auch schon länger als eine Stunde. Ich denke, wir haben noch locker mindestens noch 40 Minuten, sag mal so, damit wir es nicht dann zu sehr aussetzen. Aber ich denke, die Geschwister sind da und ich bin da und höre die gern zu.
Wir haben noch einige Fragen, inshallah. Und ich denke, du hast uns auch noch viel zu erzählen. Aber mach erstmal weiter. Ich habe ja eben noch die Tonaufnahmen geschickt, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll. Nein, Mashallah. Wenn das bedeutet, dass du es nicht weißt, dann was ist dann Wissen hier? Hätte ich die Bücher hier nicht offen, könnte ich nicht reden wahrscheinlich. Alhamdulillah. Die Sache ist, bei Instagram ist ja nicht limitiert zeitlich. Und ihr könnt euch das auch später. Genau, es sind bestimmt viele Leute schon gegangen. Es sind auch viele erst später gekommen. Von daher ist es für sie ein Stunden-Stream. Genau, wenn du erlaubst, würde ich gerne darauf eingehen, auf diese Frage, die habe ich auch häufig bekommen. Wieso diese vier Rechtsschulen? Steht irgendwo im Koran, ihr müsst diesen vier folgen. Sehr gern. Warum? Genau. Mir ist ein sehr schönes Beispiel eingefallen. Abdurrahim Nabulsi hat ein schönes Buch über das Befolgen von Rechtsschulen, das Mischen von Rechtsschulen und so weiter und so fort, inwiefern ist was erlaubt. Und als ich es gelesen habe, ist mir ein Beispiel eingefallen, basierend auf dem, was er gesagt hat. Dass wir Abu Hanifa, Malik, Shafi und Ahmed folgen, prinzipiell, liegt nicht daran, dass sie von Gott, also Personen sind, die von Gott Offenbarung erhalten haben oder so, sondern es sind Mujtahid-Gelehrte, die Stufe des Ijtihads erreicht haben, also die Stufe, auf der sie selbstständig Urteile fällen konnten, basierend auf Koran und Sunna. Die haben eben diese Stufe erreicht. Aber nicht nur diese vier, sondern, was hat Al-Munawi eben gesagt? Die zwei Sufyans. Sufyan al-Thawri gab es, gab Sufyan ibn Uyayna, es gab Dawud al-Zahiri, sehr umstritten, aber ist letztendlich auch ein Mujtahid gewesen. Al-Auza'i in Syrien. Also wenn man überlegt, Al-Auza'i war ja der Abu Hanifa, der Imam Malik, der Shafi'i von Syrien. Ishaq ibn Rahuya und viele weitere. Al-Tabari hatte auch seine eigene Rechtsschule in dem Sinne, weil er ein Mujtahid-Gelehrter war. Aber stellt euch vor, es gibt ein Buffet. Okay, ihr wurdet eingeladen zu einem Buffet, ein Barbecue, und dann liegt ganz viel Essen auf dem Tisch. Ganz viele verschiedene Sorten, okay? Da haben wir Couscous von den Malikiten, Baklava von den Hanefiten, Mansaf von den Shafiiten und Kamelfleisch von den Hanbaliten, die danach Wudu machen müssen. Aber dann haben wir noch was? Wir haben auch noch Künefe, oder ihr Palästinenser sagt Knefe. Ich krieg Hunger, Hajam. Ich krieg langsam Hunger. Ja. Es ist zu spät für dieses Essen. Also, da haben wir noch, ich sag's einfach türkisch, okay, mit Ü. Und sagt die Ü, Künefe. Okay, Künefe von einem Namen Tabari. Und dann haben wir auch, sag du, von Sufyan al-Thawri haben wir noch Müsli. Von Sufyan ibn Uyayna haben wir Beiti Kebab. Also ich merke schon, dein Gesicht wird alles zu essen. Nein. Genau. Ein Bruder schreibt, oder nicht, was du genannt hast. Knafi Nabilzi. Wenn ich die Schreibweise sehe, werde ich aggressiv. Was haben wir also? Wir haben das riesige Menü. Okay, ich versuche es ein bisschen lustig zu machen, damit es nicht so langweilig wird. Nein. Genau. Wir haben dieses Riesenbuffet, aber wir haben nicht nur die hier. Wir haben auch Schweinekoteletts von Bishr el-Marisi. Okay? Wir haben auch Wein beim Buffet von Seyran Atish. Sorry, ich hoffe, ich will dich nicht in Probleme stecken. Wir haben Seyran Atish hat mich sowieso auf dem Kicker, von daher. Kein Problem. Ich halte es fachlich, inshallah. Wir haben auch Wein von Seyran Atish auf dem Buffet, okay? Und von anderen irgendwelchen Strömungen, die nicht akzeptiert sind, haben wir noch Sachen. Das heißt, wir haben ein Buffet mit Halal und Haram. Okay? Wir haben ein Buffet von Halal und Haram. Das Haram, was Haram ist, passen wir eh nicht an. Okay? Das bleibt einfach da liegen, ist nicht für uns. Für die anderen nicht-muslimischen Gäste vielleicht. Aber das andere Essen, was hat mir gesagt? Oh, die Hanefis haben Baklava gebracht, die Shafis haben Mansaf gebracht, die Hanbalis Kamelköfte, die Malikis haben Couscous gebracht. Jetzt wollen wir von allem ein bisschen essen, okay?
Aber unsere Geschwister, die sehr viel Hunger hatten, haben sich die ganzen Künefes von Imam al-Tabari genommen. Okay? Die sind leer gegangen. Genauso die Müsli von Sufyan al-Thawri. Es ist leer gegangen. Okay? Das heißt, es war erlaubt zu essen, aber es ist einfach nicht mehr da. Und ich habe es jetzt so lang gemacht, aber eigentlich, das war einfach die Message. Das ist mein Problem mit der Spirale. Aber jetzt bin ich beim Punkt angekommen. Und zwar, es war erlaubt, sie zu befolgen, aber weil ihre Rechtsschulen nicht übermittelt worden sind, sind einfach diese vier Essenssorten übrig geblieben. Und Alhamdulillah, Baklava, Mensaf, Kamelköfte und Couscous muss uns reichen, inshallah. Okay. Heißt Hanafi, Maliki, Shafi, Hanbali. Nicht, wenn jetzt Leute später reinkommen und denken, worüber reden diese Geschwister. Bruder, verzeih mich, ich bin voll vom Thema abgekommen. Nein, überhaupt nicht. Nur eine Sache, die mir auch einfach dazu, um das vielleicht nochmal zu untermauern, die Frage wird wirklich oft gestellt. Und manche Geschwister, selbst wenn man Argumente bringt, sie haben einen bestimmten Blick auf die Sache und es ist schwierig, einfach mit ihnen zu sprechen. Aber am Ende müssen wir einfach verstehen, dass erst einmal, was heißt verstehen, wir wissen es alle, da sind wir uns alle einig, dass Allah Ta'ala, Allah der Erhabene, den Dien bewahrt, die Religion bewahrt. Der beste Beweis ist, dass wir Muslime sind, Alhamdulillah, oder wir ein Ergebnis davon sind, dass der Dien über die Jahrhunderte bewahrt wurde. Und wenn diese vier Schulen auf eine besondere, nochmal besondere Art und Weise bewahrt wurden, dann sind sie auch irgendwo ein Mittel gewesen, auch ein Mittel, so müssen wir das verstehen, anders können wir das nicht verstehen, ein Mittel, das Allah Ta'ala eingesetzt hat, damit der Dien bewahrt wird. So einfach ist es. Und wenn wir von Fiqh-Schulen sprechen, dann ist es nicht das irgendwie etwas, das keine Grundlage hätte, etc. Nein, am Ende, wenn kein Argument hilft, dann sage ich immer, guck mal, Allah Ta'ala wollte es so und dann ist es so. So, ja, inshallah. Nein, genau, wo jetzt bin ich selbst rausgekommen, warte, wo waren wir? Fiqh-Schulen, genau, warum die vier? Genau, warum die vier? Wir waren bei Imam Hanifa. Du hast schon sehr gut skizziert zum Teil die Kette von Imam Hanifa, wie quasi Imam Hanifa zu diesem besonderen Wissen gekommen ist, zu diesem Fiqh gekommen ist, durch seine Kette, durch seine Verbundenheit mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Vielleicht noch einige Worte, wenn du jetzt gerade nicht noch was anderes hast, auch zu seinen Schülern und dann damit verbunden, wie dann daraus eine Schule geworden ist. Weil wir haben ja erst einmal verstanden, okay, es gab einen Imam Abu Hanifa, der hat zu einer bestimmten Zeit gelebt, der hat eine bestimmte Tradition gehabt, ein bestimmtes Wissen. Wie entsteht daraus eine Schule? Also, Genau, ich schließe kurz mit dem Namen, dem Leben Abu Hanifas ab. Und dann kommen wir dazu, wie es das zur Schule geworden. Er hat natürlich, liebe Geschwister, wenn ihr eure Fragen am Ende stellt, können wir darauf eingehen, weil im Moment ist es ein bisschen schwierig. Da kam eine große Frage, wieso soll ich einer Rechtsschule folgen? Ja. Ihr hattet ja eigentlich den Stream schon über das Thema, Abu Hadi und den Bruder Yunus. Vielleicht kann man sich die Aufnahme auch angucken, aber wir können auch heute noch mal drüber reden, wenn wir noch Zeit haben. Abu Hanifa, nachdem er selbst Fiqh gelernt hat, was hat er gemacht? Er hat natürlich irgendwann auch angefangen, seine eigenen Schüler auszubilden. Und zu seinen vier großen Schülern, die sind ganz wichtig, die soll man sich merken, wenn es geht, gehören Abu Yusuf, Muhammad ibn Hassan al-Shaybani, ich hätte fast Imam al-Shafi gesagt, Zufar ibn Husayn und Hassan ibn Ziyad. Das sind so seine vier großen Schüler. Aber er hatte natürlich viele weitere Schüler. Und ist eigentlich, darauf wollten wir eigentlich später noch eingehen, was die Besonderheit der Hanafi-Rechtsschule ist, aber eigentlich müssen wir jetzt schon darauf eingehen. Und zwar, die anderen Rechtsschulen sind primär das Ergebnis von einem Gelehrten, der von verschiedenen Gelehrten gelernt hat und dann seine Rechtsgutachten formuliert hat, weitervermittelt hat. Weil in der Hanafi-Rechtsschule ist auch ein besonderes Merkmal dieser Rechtsschule ist, dass es ein kollektiver Ijtihad war sozusagen. Das heißt, Abu Hanifa hatte wie eine Art Klasse mit Gelehrten, die selber so große Gelehrte waren wie die Imame der anderen Rechtsschulen. Und er hat dann diesen Unterricht gemacht und dann haben sie verschiedene Angelegenheiten besprochen. Es gibt Themen, die ganz
der Bruder Umar Shevik hat eine wichtige Frage gestellt. Al-Thawri und Abdullah ibn Mubarak, das habe ich eben gesagt, Abdullah ibn Mubarak war auch der Schüler von Abu Hanifa, aber jetzt nicht über so einen ganz langen Zeitraum wie Imam Muhammad und so weiter. Das heißt, er hat mehr so sein eigenes Ding gemacht, aber auch von Abu Hanifa, von Imam Malik und weiteren gelernt. Al-Thawri auch. Aber es lohnt sich auch zu erwähnen, dass große Hadith-Gelehrte, und das ist auch wichtig, die Beziehung zwischen Fiqh und Hadith. Ich mache wieder einen Ausschweif, aber ich kann nicht anders. Und da gab es ein Ereignis mit Al-Amish. Al-Amish war ein großer Hadith-Gelehrter, Zeitgenosse von Imam Abu Hanifa. Er hat gehört, wie Abu Hanifa eine Rechtsmeinung geäußert hat und hat gesagt, woher hast du das schon wieder? Was soll das? Was sagst du da? Okay, mit meinen Worten. Was redest du da schon wieder? Auf welchen Hadith basiert das? Und da meint Abu Hanifa, mein Freund, es ist von dem, was du selber überliefert hast. Weil die Hadith-Gelehrten, deren Aufgabe war primär, authentisch und nicht authentisch zu trennen. Wenn sie zusätzlich Rechtsgelehrte waren, waren sie auch dazu qualifiziert, Urteile abzuleiten. Aber viele haben sich hauptsächlich mit der Überlieferung und dem Zustand der Überlieferer, also mit der Überliefer-Kritik befasst, mit den Biografien. Aber Abu Hanifa hat mit dem Hadith von Al-Amish eine Rechtsangelegenheit erklärt. Und da meinte Al-Amish, stimmt, du hast recht, wir sind die Apotheker und ihr seid die Ärzte. Und das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und zu den Apothekern, die bei dem Arzt namens Abu Hanifa Unterricht hatten, gehören auch Yahya ibn Ma'in, der Imam der Hadithwissenschaft und Überliefererkritik. Und auch wieder ein großer Imam der Überliefererkritik, einer der ersten großen. Ist Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Yahya ibn Sa'id al-Qattan, einer der großen Hadith-Gelehrten der Salaf, er sagt, La nekzibu Allah, also wir lügen nicht vor Allah, Ma sami'na ahsana min ra'i Abi Hanifa. Yahya ibn Sa'id al-Qattan, der große Hadith-Gelehrte, der mehr Hadith kannte als die meisten Gelehrten der Salaf, wenn man das so plump sagen darf, er sagt, wir haben nichts Schöneres gehört als die Ansichten, Fiqh-Ansichten von Abu Hanifa. وَقَدْ أَخَذْنَا بِأَكْسَرِ أَقْوَالِهِ. Und wir haben die meisten seiner Meinungen befolgt. Letztendlich war er auch ein großer Gelehrter, deswegen hat er auch teilweise dann geguckt. Ich nehme diese Sachen finde ich da ein bisschen stärker, ist normal. Macht ein Großgelehrter. Und Imam Shafi sagt nicht umsonst, النَّاسُ فِي الْفِقْهِ عِيَالٌ إِلَى أَبُو حَنِيفَ. Die Menschen sind im Fiqh abhängig von Abu Hanifa. Also عِيَال kommt auch von dem Wort vom Baby. Also sind wie Babys sozusagen vor Abu Hanifa. Aber da kommt das Wort Baby, kommt natürlich davon, weil es abhängig ist von seinen Eltern. Ja. Kam zuerst das Huhn oder das Ei, kann man drüber reden, inshallah. Genau, was ist passiert? Abu Hanifa hatte diesen kollektiven Ijtihad gemacht und dadurch hat er aktiv, ihr kennt bestimmt auch von der Nintendo DS, Dr. Kawashimas Gehirnjogging, also er hat sozusagen seine Schüler ganz viel Gehirnjogging machen lassen. Was ist, wenn es so und so und so ist? Was ist, wenn es so und so und so ist? Etc. Und hat sie immer überlegen lassen. Und die Schüler Abu Hanifas sind natürlich selber irgendwann zu einem Punkt gekommen, wo sie selber große Gelehrte waren und selbst auch unterrichtet haben. Und es kam dazu, dass Abu Yusuf in der Moschee unterrichtet hat. Und Abu Hanifa hat das mitbekommen und er wollte ihm eine Lektion erteilen. Und hat dann jemanden geschickt und gesagt, frag ihn mal, was das Urteil ist, wenn ein Mann ein Kleidungsstück dem Schneider gibt, damit er es verändert. Okay? Also er gibt ihm ein Kleidungsstück, Hosenkürzen zum Beispiel. Okay? Oder damals halt eher Lendentücher, Anpassung, was auch immer. Was ist, wenn ein Mann einem Schneider das gibt, damit er es für ihn ändert, und aber der Schneider nimmt es dann für sich und was ist dann der, oder und gibt es dann wieder zurück, was ist der Hocken davon? Also wie ist das zu betrachten? Und da meinte Abu Yusuf sozusagen, dass der das kein Problem ist, weil letztendlich hat er es wieder zurückgegeben, das Kleidungsstück. Und es gehört einfach, auch wenn es zwischenzeitlich geklaut hatte sozusagen, hat es letztendlich ja zurückgegeben. Also es gehört einfach dem originalen Besitzer und fertig. Das ist kein Problem.
Aber dann die andere Meinung war, ich habe es vor langem gehört, deswegen hoffe ich, dass ich nicht durcheinander bringe. Aber dann meinte Abu Hanifa zu dem, nein, das ist falsch, geh nochmal hin und frag ihn nochmal. Und dann meinte Abu Yusuf, ja, es ist, ja, es gilt als Diebstahl und deswegen wird der Schneider sozusagen bestraft. Meinte, nein, ist auch falsch. Und dann dachte er, okay, ich habe das, es gibt nur A und B. Ich habe A gesagt, ich habe B gesagt. Fertig, also es muss eins von den beiden sein. Aber dann hat Abu Hanifa ihm berichten lassen, nein, man guckt, ob der Schneider beim Schneiden mit der Absicht geschnitten hat, es für sich selbst zu machen oder für den Kunden. Und je nachdem ist das Urteil. Und da hat Abu Yusuf gesehen, okay, Schritt zurück, zurück in die Schulbank drücken. Ich mache das Ganze nochmal von neu. Und es gibt bestimmt den, also ich glaube, viele von euch kennen bestimmt den Dunning-Kruger-Effekt. Ich muss das kurz mit euch teilen, weil es wichtig ist für uns, unseren Zugang zu den Wissenschaften. Denn, sieht man das? Ja, das mehr oder weniger. Hier seht ihr die X-Achse ist das hier, ne? Macht es bei mir länger her. Die X-Achse und die Y-Achse. Die Y-Achse ist das Selbstbewusstsein eines Menschen. Okay? Das ist das Selbstbewusstsein eines Menschen, eines Talibs, eines Schülers. Und das ist dein Wissen. Selbstbewusstsein, Wissen. Es ist häufig so, dass wenn man sich ein bisschen Wissen aneignet, also auf dieser Ebene eigentlich hier ist, plötzlich voll das Selbstbewusstsein bekommt. Abu Hanifa kannte nur 13 Haditha. Sein Klassiker. Und der Hadith, den ich gelesen habe in der Bukhari-Zusammenfassung, in der Übersetzung, der hat Abu Hanifa nicht erreicht. Und da hat man so ein Selbstbewusstsein hier oben. Und da kommt es auch häufig dazu, dass bestimmte Strömungen dann eher attraktiv sind für diese Person. Okay? Aber je mehr man auf der Wissensachse hier sozusagen nach da geht, merkt man, okay, ich hab keine Ahnung. Ich merke gerade immer mehr, no. Ich dachte, ich weiß etwas, aber nein. Und dann, was passiert dann? Dann sieht man die Kurve am Ende. Je mehr Wissen man sich dann wieder aneignet, entsteht eine Art gesundes Selbstbewusstsein. Was dann auch große Ulama haben, die sich wirklich auskennen. Die haben ja auch eine Art Selbstbewusstsein. Aber der Unterschied zwischen diesem und diesem Selbstbewusstsein ist, dass der hier zurecht ist und der hier nicht. Sehr wichtiger Punkt. Genau. Sorry, wie gesagt, ich mache voll die Umwege, aber. Nein, schon, da kann ich nicht helfen. Wie gesagt, auch die Geschwister, die live jetzt dabei sind, das wird gespeichert, inshallah, wenn ihr früher raus musst, weil das jetzt länger läuft und ihr etwas zu tun habt. Ihr könnt euch das im Nachhinein anschauen. Merkt euch die Zeit ungefähr. oder, genau, inshallah. Kein Problem, mach weiter. Genau. Was passiert ist, seine Schüler haben natürlich von ihm die Masail, die Fiqh-Angelegenheiten gelernt, sich gemerkt, aufgeschrieben. Und wir gehen über zum Ende des Lebens von Abu Hanifa. Während seiner Lebzeit kam es zur abbasidischen Machtübernahme. Also die Umayyaden waren ja an der Macht, waren die Kalifen. Und dann kam es zur abbasidischen Machtübernahme und die abbasidischen Kalifen wollten Abu Hanifa als obersten Richter haben. Aber Abu Hanifa wollte das nicht. Er hat gesagt, la asluh, also ich bin dafür nicht geeignet. Aber die haben Stress gemacht. Die haben gesagt, du musst das machen. Er hat gesagt, guck mal, ich habe gesagt, ich bin nicht dafür geeignet, als Richter anzutreten. Und da hier gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin wirklich nicht geeignet, dann solltet ihr mich nicht als Richter einstellen. Oder ich bin geeignet und bin ein Lügner und einen Lügner darf man auch nicht als Richter einstellen. Und da hat er sozusagen die Messalle sozusagen geklärt, es beendet, aber er wurde auch, für die Fragen, Kufa ist eine Stadt im heutigen Irak, relativ zentral, leicht südlich, soweit ich weiß. Ich war nie der große Geograf, aber genau. Letztendlich ist Abu Hanifa dann im Jahr 150 verstorben, also er wurde gefangen genommen und letztendlich ist er in Bagdad verstorben, im Jahr 150. Genau, und er hat natürlich ein großes Erbe an Wissen hinterlassen.
Letztendlich hat aber sein Schüler Abu Yusuf das Richteramt angenommen im abbasidischen Kalifat. Und dadurch, letztendlich kam es dazu, dass durch politische Ereignisse auch teilweise die Madhahib verbreitet worden sind. Ist eine Realität, dass natürlich die politischen Ereignisse auch einen Einfluss darauf haben, wer was zu sagen hat. So wie die Mu'tazila damals auch später durch die Abbasiden verbreitet wurde. So wie, ich nenne es einfach beim Namen, die Salafia natürlich durch Petrodollars aus Saudi-Arabien natürlich sehr groß gemacht worden ist. Und keine Rechtsschule ist frei davon, durch politische Ereignisse sich mehr oder weniger verbreitet zu haben. Das ist ganz normal. Aber dass diese spezifischen Madhahib sich durchgesetzt haben letztendlich, hat natürlich damit zu tun, dass sie auch peer-reviewed waren, also sozusagen durch die anderen Gelehrten gecheckt worden sind und gemerkt haben, okay, das ist stichfest, damit kann man arbeiten, damit kann man sich vor Allah und seinem Gesandten, also vor Allah, verantworten. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du nennst. Ich habe letztens von jemandem auch ein Video gesehen zu dem Thema Fiqh-Schulen folgen etc. Dann war das Argument, diese Schulen sind auch nur aufgrund bestimmter politischer Verhältnisse verbreitet worden. Und dann wurde aber so ein Cut gemacht. Es wurde nicht weiter gesprochen. Das ist natürlich problematisch. Nicht? Ja. Du hast sehr gut gesagt, selbstverständlich spielt der Kontext, Politik, Gesellschaft immer eine Rolle. Ja. Die Frage ist trotzdem, also oder anders, die Kritik, wenn jemand kritisieren möchte, dann sollte das eine inhaltliche Kritik sein. Also man kann, wie du schön gesagt hast, diese Schulen wurden überprüft. Sie wurden also durchgesiebt bis ins kleinste Detail von allen Gelehrten, die mit der Zeit kamen. Und am Ende hat man einfach gesehen, dass das, was diese Schulen niedergelegt haben, ist das Beste, was die Muslime in der Tradition entwickelt haben, also im Bereich Fiqh. Und wenn das nur politische Gründe wären, wie du gut gesagt hast, die bestimmte Schule der Mu'tazila, dann warum gibt es die nicht bis heute so, wie es die anderen Schulen gibt? Oder es gibt auch andere Schulen und Gelehrte, die zu bestimmten Zeiten politisch supportet wurden, doch die existieren heute alle nicht mehr. Und genau, Barakallahu fiqh. Es kommen sehr interessante und gute Fragen, aber ich würde nochmal die Geschwister darum bitten, ihre guten und sinnvollen Fragen auch am Ende lieber zu stellen, weil dazwischen wird es jetzt ein bisschen schwierig, weil wir dann so ein bisschen das, ich wie gesagt, Leute, für die später eingeschaltet haben, ich habe ADS, ich gucke die ganze Zeit auf die Kommentare und bin dann ganz woanders. Nein. Genau. Am Ende werde ich nochmal auch einiges, ich scanne das mehr oder weniger, ich werde einiges durchgehen und dann dich erinnern, inshallah, konzentriere dich nur auf deine Sachen dann. Genau. Während du eben geredet hast, habe ich hatte Kunst-LK, deswegen mag ich das sehr, auch zu malen und zu schreiben. Ich habe auch hier so etwas erstellt. Okay. Das ist auch ein wichtiges Konzept, was ich einfach an den Mann bringen möchte, sozusagen. Inshallah. Hier oben haben wir K und S, okay? Steht nicht für Killer Serkan, sondern für Koran und Sunna, okay? Soko und Klaas, oder wie heißen wir? Also Koran und Sunna, okay? Und das Koran und Sunna, die Hauptquellen des Islams sind, daran ist kein Zweifel. Es ist nicht so, dass manche Koran und Sunna folgen, manche folgen Taurat und Injil. Kennt man ja das, die Herleitung. Auf jeden Fall haben wir hier Koran und Sunna systematisiert, für die anderen Menschen verständlich gemacht, durch Abu Hanifa. Deswegen folge ich Abu Hanifa. Imam Malik hat sich auch bemüht, Koran und Sunna verständlich für die anderen Menschen darzustellen. Und deswegen folgt dem Bruder Muhammad Matar, Imam Malik. Und ebenso Imam Shafi und Imam Ahmed. Das heißt, wir alle folgen inshallah Koran und Sunnah. Aber hier haben wir einen Bruder, er sagt, ich folge nur Koran und Sunnah. Und er sagt, hier, ich kann das direkt machen. Und das Problem ist, was sehen wir hier für ein Problem? Das heißt, er muss von null den Koran komplett kennen und Arabisch verstehen und auslegen können. Das heißt, all die Qualifikationen, die ein Mujtahid, also ein großer Rechtsgelehrter haben muss sozusagen, muss er in sich tragen, damit er vom Koran und Sunnah alles herleiten kann. Er muss alle Hadithe der Urteile kennen und die ganzen anderen Bedingungen. Achso, wenn es spiegelverkehrt ist, dann verzeiht mir. Achso, ich glaube, hier habe ich die Möglichkeit. Achso, nee, das ist meine Wand. Ich dachte, es wird spiegelverkehrt, wenn ich drücke, aber es war einfach meine Wand. Nein, das, ich sage auch immer, vielleicht dazu, wenn ich auch was dazu sagen darf, ich sage immer, wenn heute ein Gelehrter kommt oder jemand kommt, ein Buch verfasst und sagt, so
sah das Gebet des Propheten aus? Und dann sage ich, schaut mal Leute, das ist sein Ijtihad, das ist sein Weg der Urteilsfindung. Er muss das selbst verantworten. Das ist nicht mein Recht, ihm zu sagen. Wenn Leute ihn als Gelehrter anerkennen, komme ich nicht als kleiner Muhammad und sage, das ist kein Gelehrter etc. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber ich kann sagen, wenn ich wählen kann zwischen beispielsweise dem Gebet entsprechend der Hanafitischen Schule, das natürlich auf Koran und Sunna basiert, wählen kann zwischen dieser Form von Urteil und 1400 Jahre später jemand kommt und urteilt, dann ist für mich auch, ich setze meinen Verstand ein, logisch, wem ich eher folge. Folge ich einem Imam Abu Hanifa oder einem Imam XY im Jahre 2030, keine Ahnung. Also, das genau. Er hat noch eben das Beispiel gegeben mit Anas bin Malik. Also jemand, der Anas bin Malik gesehen hat. Und jemand, der im Jahr 1990 ungefähr ein Buch verfasst über das Gebet. Es ist natürlich ein Unterschied da, bei allem Respekt für diesen Gelehrten, der sich sehr viel Mühe gegeben hat, Rahmatullah Ali. Und was du gesagt hast, es gibt eine Art, also Marketing. Marketing ist sehr, sehr wichtig. Hm. Wir haben ein Marketingproblem. Wir haben eigentlich kein Marketingproblem, sondern wir machen ehrliches Marketing, indem wir sagen, guck mal, ich stelle dir jetzt diese Position dar. Zum Beispiel in unserem Format von My Ibadah. Schreiben wir in jeder Beschreibung, dies ist die Ansicht der hanifitischen Rechtsschule. Wir respektieren die Meinung der anderen Rechtsschulen. Okay. So schreiben wir das immer hin, damit klar ist, guck mal, das ist unsere Meinung. Und die Mujtahid-Gelehrten haben was gesagt? Meine Meinung ist richtig, mit der Möglichkeit, falsch zu sein. Deine Meinung ist falsch, mit der Möglichkeit, richtig zu sein. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man ich sehe gerade, als sein Bruder geschrieben hat, liest die Fragen nicht jetzt, aber wegen meinem ADS muss ich sein, liest die Fragen nicht jetzt. Spaß. Ich muss vielleicht ganz kurz für die Zuschauer, entschuldige für die Zuschauer, weil du hast jetzt, es gibt eine Seite auch bei Instagram und bei Facebook und bei YouTube, die heißt My Ibadah. My Ibadah. Ohne eine 3 dazwischen. Wie wird das geschrieben? Mai, alles zusammen oder? Alles zusammen, aber ohne eine 3 dazwischen für das ein oder so. Einfach. Ach so, nein. Okay. Mai Ibadah. Genau, geht da der Bruder oder der Gökhan Hoca, nimmt kurze Videos auf, wo er auf wichtige Fragen eingeht, besucht die Seite, abonniert sie, profitiert, inshallah. Ich hätte das sowieso am Ende nochmal gesagt, aber jetzt, weil es passt, inshallah. Okay. Genau. Was machen wir? Das ist sozusagen ein faires Marketing. Wir sagen einfach, guck mal, was ich dir jetzt sage, das ist die Hanefi-Position. Aber wenn jetzt jemand sagt, das ist die Hanefi-Position und das ist die Maliki-Position, dann wirkt es so wie, auf der einen Seite hat man Koran und Sunna, auf der anderen Seite haben wir Menschen. Und natürlich folgen wir dann eher Koran und Sunna. Aber das ist einfach das Problem, das Marketing, weil die Person sagt nicht, das ist mein Ijtihad, sondern er sagt, das ist Koran und Sunna, das ist die Wahrheit. Das ist ein Problem. Deswegen mein Graf von eben, wir hatten ja eben den nur Koran und Sunna, er merkt nicht, dass er eigentlich auch einer Rechtsschule folgt, aber der Rechtsschule, den Method von Abu so und so. Okay? Und das ist das Problem, er sieht das nicht. Ihm ist nicht bewusst, dass er eigentlich dem Abu so und so folgt, statt den Mujtahid-Gelehrten, die seit 1400, also 1200 Jahren ungefähr geprüft werden. Hm. Und das ist einfach ein Punkt, den ich gerne mitteilen wollte. Na, vielen Dank. Genau. Wie hat sich die Rechtsschule etabliert? Möchtest du noch was sagen, Bruder? Nein, Waldklaffig. Ich hätte das jetzt auch die Frage gestellt, aber die hat sich ja schon gestellt, die Frage. Genau, jetzt kommen wir zur Schule selbst, inshallah. Und das alles, was wir vorher gemacht haben und gehört haben und gesagt haben, war an seinem richtigen Platz, inshallah. Genau. Wie hat sich die Schule etabliert? Wir haben eben von Abu Hanifa gesprochen, von seinen Schülern, dass sie gemeinsam Ijtihad gemacht haben. Seine Schüler haben teilweise andere Meinungen vertreten. Es gab einen gesunden Austausch. Hier muss man auch kurz ansprechen, dass die Schüler, also von Imam Sufad und von Abu Yusuf wird überliefert, dass sie sagen, ich habe nichts gesagt, ich habe keine Meinung vertreten, die Abu Hanifa nicht vorher vertreten hat. Das heißt, Abu Hanifa hat häufig alternativ möglich richtige Ergebnisse präsentiert. Letztendlich hat er aber zum Beispiel, er hat A, B, C, D als legitime Auslegung präsentiert
und dann sich zum Beispiel für C entschieden. Aber Imam Muhammad, Abu Yusuf, Sufat, Hassan und viele weitere. Übrigens hatte Abu Hanifa auch viele Sufi-Schüler, also Sufi im Salaf-Sinne, also Asketen. Wir meinen nicht unbedingt Breakdance, okay? Pass auf. Genau, was haben die gemacht? Die haben teilweise dann gesagt, Abu Hanifa hat mir A, B, C, D gegeben, aber ich bin ehrlich gesagt von seiner B-Lösung mehr überzeugt. Und teilweise haben sie aber natürlich auch, das ist der Regelfall. Der Regelfall ist, dass Abu Hanifa es vorher auch so präsentiert hat. Aber in einigen Fragen natürlich sind die auch außerhalb dessen gegangen, was er präsentiert hat. Und das ist auch selbstverständlich, weil sie selber Mujtahid-Gelehrte waren. Genau, wie hat sich dann die Schule etabliert? Nochmal zurück zur Frage von vor 30 Minuten, die ich immer noch nicht beantwortet habe. Und zwar hat Imam Muhammad hat eigentlich nur ungefähr 2 Jahre, soweit ich weiß, bei Abu Hanifa Unterricht gehabt. Er hat primär von den anderen Schülern Abu Hanifas das Wissen Abu Hanifas übermittelt bekommen. Vor allem Abu Yusuf natürlich. Und er hat dann verschiedene Bücher verfasst, die die Meinungen der Rechtsschule präsentiert haben. Okay? Dazu gehört der Muwatta von Imam Muhammad zum Beispiel. Das ist jetzt die andere Ausgabe, aber ich stehe jetzt mal als erstes der Muwatta von Imam Muhammad, den er von Imam Malik überliefert hat, aber mit Kommentar. Also mit Widerlegung auch. Also Imam Malik sagte dies, aber wir sagen das und unser Beweis ist das. Also sozusagen eine Auseinandersetzung. Er hat auch das Buch namens Kitab al-Hujja al-Ahl al-Medina, also das Buch der Beweise gegen Ahl al-Medina. Sorry, Bruder, ich will, das ist voll die Fitna jetzt, dass ich die Sachen anspreche. Im Gegenteil. Genau. Genau, aber das war ja der gesunde Austausch, der dazu geführt hat, dass die Schulen sich immer verfeinert haben, sich selber nochmal revidiert haben durch diese Diskussion. Weil ihr kennt es, häufig akzeptieren wir etwas in der Religion automatisch, aber sobald dann jemand kommt und sagt, das ist eigentlich so und so mit so einer kranken Meinung, dann plötzlich fangen wir an zu forschen. Ja, was sind eigentlich die Beweise dafür? Also vielleicht kennen die anderen Geschwister das auch. Abu Yusuf hatte ja auch das Buch Kitab al-Athar. Das ist auch ein Hadith-Buch. Imam Muhammad Kitab al-Athar, auch wieder Hadithe der Hanafis, die noch vor Bukhari, vor Muslim, vor Abu Dawud, vor An-Nasa'i, vor Musannaf ibn Abi Shayba und den ganzen Büchern verfasst worden sind. Genau. Aber die wichtigsten Bücher von Imam Muhammad sind die 6 Bücher. Das wird sich jetzt keiner merken in dem Stream, aber vielleicht für die, die es sich nachträglich anhören, zähle ich das kurz auf. Die 6 Bücher von Imam Muhammad sind As-Siyar As-Saghir, As-Siyar Al-Kibir, Al-Jami' As-Saghir, Al-Jami' Al-Kibir, Al-Asl, auch bekannt als Al-Mabsut, und As-Ziyadat. Und Al-Asl alleine ist ein vielbändiges Werk, also ganz, ganz viele Bände, wo die Meinung Abu Hanifas, Abu Yusufs, seinen eigenen und den weiteren Gelehrten der Schule niedergeschrieben sind und ausformuliert sind. Und diese Bücher wurden Mutawatir überliefert. Was heißt Mutawatir? Das heißt, von so vielen Schülern von Imam Muhammad sozusagen überliefert an so viele weitere Schüler, dass wir ganz hundertprozentig sicher sagen können, das ist definitiv die Meinung von Abu Hanifa, von Abu Yusuf und Imam Muhammad und den weiteren. Das heißt, das war sozusagen die Etablierung der Schule, die dann weiter ausgeführt wurde. Ein sehr bekanntes Werk, was dann verfasst wurde, von Al-Hakim, Ashid Al-Hakim, ich verwechsel immer seinen Namen, Al-Hakim, Ashid Al-Hakim, auf jeden Fall der Großgelehrte der Hanafi Method, der hat Al-Kafi, das Buch Al-Kafi verfasst. Was ist das? Er hat diese 6 Bücher genommen und hat daraus ein kürzeres Buch gemacht, weil in den 6 Büchern kommen ja Wiederholungen vor. Er hat es sozusagen mehr komprimiert und nicht alle Angelegenheiten mit reingenommen, er hat es so komprimiert. Und am Ende hat Imam Sarachsi es kommentiert in Form von, hier seht ihr, Al-Mabsut. Und Al-Mabsut hat Imam al-Sarachsi, er war in einem Brunnen eingesperrt, also als Kerker sozusagen wurde er in einem Brunnen eingesperrt, das sagt er selber auch in seinem Buch, erwähnt er das. Seine Schüler sind gekommen, um von ihm zu lernen am Brunnen. Er war, wie gesagt, ein Gefangener in diesem Brunnen. Und er hat von dem Brunnen aus den Al-Kafi, das Buch Al-Kafi, kommentiert. Und heute, wenn man das Buch lesen will,
fällt es einem schwer und es dauert ewig lang. Und er hat es vom Brunnen, vom Kopf aus sozusagen, an seine Schüler diktiert und die haben es aufgeschrieben. Und das ist eine krasse Leistung. Und ja, und es kamen dann immer mehr Gelehrte natürlich innerhalb der Rechtsschule, die was gemacht haben, einfach die Zahir al-Riwaya-Bücher nochmal ausgelegt haben. Also Details erwähnt haben, die da nicht erwähnt waren, Einschränkungen erwähnt haben, die da nicht erwähnt waren. Und dadurch, wie gesagt, hat dieser Verfeinerungsprozess der Rechtsschulen stattgefunden, den eben zeitgenössische Prediger nicht haben, wenn sie von Null, von Koran und Sunna versuchen, Sachen herzuleiten. Genau. Also wenn ich das ganz kurz zusammenfassen darf, hast du noch was zur Skizzierung der? Denn also es geht darum. Sorry, man könnte jetzt natürlich auf die ganzen anderen Werke noch eingehen. Sorry, wir reden die ganze Zeit gleichzeitig. Nein, kein Problem. Also vielleicht nur ganz kurz um es ganz kurz zusammenzufassen. Es geht in der Schule darum, dass die Entstehung der Schule darin besteht, dass es ein ständiger Prozess war, der Auseinandersetzung einmal mit den Meinungen Imam Hanifas und seiner Schüler, den Gelehrten untereinander. Das heißt, es war ein Prozess der gelehrsamen Auseinandersetzung mit den Meinungen. Und so ist dann die Schule entstanden. Also mehr oder weniger. Genau. Und die Zahir al-Riwaya nennt man die 6 Bücher als Gesamtpaket. Hm. Das sind die Grundlage der Rechtsschule. Und als um einen Riesensprung zu machen, Ibn Abidin, welcher noch vor kurzer Zeit gelegen, also vor, ist jetzt natürlich peinlich, dass ich nicht genau sein Lebens, sein Sterbedatum kenne, aber einen Moment. Ibn Abidin ist verstorben 1252 Hijri, das heißt, das ist vor ungefähr, sag schon, weniger als 200 Jahre her. Ne? Genau, 190 Jahre ungefähr. Und Imam Ibn Abidin, was er gemacht hat, ist, er hat die ganze Hanafi-Tradition, die verlässlichen Bücher genommen und sozusagen zusammengefasst versucht, die Mu'tamid-Position herauszuarbeiten. Also die Position, auf die man sich verlässt in der Rechtsschule. Sozusagen die Meinung der Rechtsschule. Weil innerhalb einer Rechtsschule ist es immer so, dass verschiedene Meinungen vertreten worden sind, diskutiert worden ist und unterschiedliche Sachen vorgezogen worden sind. Aber Ibn Abidin hat sich halt bemüht, um eben das, womit letztendlich die Fatwa gegeben wird, herauszuarbeiten. Und das ist heute, also das ist dieses Buch hier von Imam Ibn Abidin, das ist der ältere Druck, zusammengefasst. Aber es zählt als einer der kürzeren Werke. Also auch wenn es 7 Bände ist, zählt es als einer der kürzeren Werke. Und das sagt er auch immer selbst. Wenn du mehr Details willst, musst du zu den langen Werken gehen. Das sind nur die. Genau. Und Ibn Abidin ist dann sozusagen auch die Autorität, auf die man sich heute noch stützt. Er wird auch Siegel der prüfenden Gelehrten genannt. Aber es ist natürlich niemals ein voller Punkt gesetzt. So. Punkt bis hier und jetzt nicht weiter. Ich war kurz weg, glaube ich. Bin ich wieder zurück? Ah, okay. Ich war unsicher, ob ich weg war oder du weg warst. Nein, ich war kurz weg, weil ich musste kurz das Internet wechseln. Oder es wurde automatisch gemacht. Genau. Wie gesagt, es wurde nie ein Punkt gesetzt und es geht immer weiter. Vor allem, es kommen immer mehr Angelegenheiten. Und was auch interessant an der Hanifi-Mazhab natürlich ist, dass viele zeitgenössische Themen und Angelegenheiten durch die alten Werke der Hanefis sozusagen gelöst werden können, weil sie einen vorausschauenden Fiqh auch hatten. Mhm. Man ist auch Vater wie Fiqh, also Fiqh, der Sachen vorausgesetzt hat. Aber ich will es nicht vorwegnehmen. Wolltest du was sagen dazu noch? Nein, komm. Wir hatten ja im Voraus... Also, sorry?
Nein, Tunde. Wir hatten im Voraus darüber gesprochen, auch was die Besonderheiten der Rechtsschule. Nein. So vielleicht so, okay, ist immer schwierig, dass es gibt bestimmt viele Dinge, aber vielleicht so drei besondere Merkmale, wo du sagen würdest, okay, da, die machen für mich die Hanafitische Schule aus. Genau, das Wichtigste ist zum einen der kollektive Ijtihad, den ich erwähnt hatte, also eben diese Ansammlung an Gelehrten in einem Unterricht, die nicht nur die Lösung versuchen zu finden, sondern gucken, was sind alles mögliche Ergebnisse, die man daraus herableiten kann, etc. Also dieser kollektive Ding. Zweitens, also ich habe vier Sachen, wenn du erlaubst. Das zweite ist Fokus auf die Praxis der Salaf. Natürlich alle Rechtsschulen gucken auch, was haben die Salaf allgemein gemacht. Aber die Hanafis und soweit ich weiß auch die Malikis gucken vor allem auch, was wurde letztendlich praktiziert. Weil eine verbreitete Praxis eher auf die richtige Sunna hindeutet als einzelne Überlieferungen. Und in die Malikis habt es natürlich auf die Spitze getrieben mit Amal Ahl Medina und den Stellenwert dessen in der Rechtsschule. Aber es ist natürlich ein sehr sinnvoller Aspekt, weil was ist verlässlicher, wenn alle Enkel der Sahaba etwas machen oder wenn ein einziger Hadith über etwas überliefert worden ist. Über die Details kann man sich natürlich streiten. Die dritte Besonderheit ist das Vorausdenkende. Und zwar haben die Hanafis immer Ra'aita gefragt. Ra'aita kada wa kada. Stell dir mal vor, so und so. Stell dir mal vor, so und so. Und die anderen Gelehrten, also ich glaube auch immer Malik, war einer derjenigen, der gesagt hat, so, wir kümmern uns drum, wenn es passiert. So, kommen wir nicht mit so komischen Fragen. Oder auch jemand, der zu Imam Malik kam und gesagt hat, also theoretische Fragen gestellt hat, hat er gesagt, geh nach Kufa, also geh nach Irak. So, lass uns in Ruhe damit, sozusagen. Aber ist halt auch eine Herangehensweise, weil damit man die Leute darauf trainiert, auf das Wichtigste sich zu konzentrieren. Ist eine Herangehensweise. Aber die Hanafis haben gesagt, das kann ja alles Mögliche sein, lass uns am besten vorbereiten. Also die Hanafis unter uns haben wahrscheinlich auch einen Keller voll mit Mais in Konservendosen etc., weil man weiß nie, was passiert. Auf jeden Fall haben sie sich dann so Sachen gefragt wie, was passiert, wenn ein Waliullah fliegen kann und wohin fliegt, wo die Gebetszeit nochmal eintritt, obwohl er schon gebetet hat, zum Beispiel. Und wer weiß, wenn die Flugreisen immer schneller werden, was daraus wird. Ja. Oder auch diese Elon Musk macht ja diese Magnetschwebebahn in diesem Rohr. Kann durchaus sein, dass du an diesem Bahnhof betest und dann mit dieser Bahn losfährst, wenn die von Ost nach West geht, dass du die Gebetszeit überholst. Und dann aber es gibt ja andere, also es gibt ja Fälle, die sind sehr ähnlich. Also wenn du beispielsweise einen Grund hast, zusammen die Gebete sind, okay, zusammenzufassen, weil nicht Hanafiten ist eine Sache für sich, aber die, wenn ich das Gebet zusammenfasse, weil ich glaube beispielsweise, oder lassen wir das wieder, lassen wir es, ich will jetzt nicht die Leute verwirren. Nein, machen wir weiter. Genau, aber auch die Flugreisen, wer weiß, welche Technologien in Zukunft rauskommen, wie schnell die Flugreisen in Zukunft noch werden. Die Hanafis haben schon überlegt, was ist, wenn ein Waliullah als Karame, als ein Ehrungswunder sozusagen, das machen kann. Muss er dann nochmal das beten, weil die Gebetszeit, der Eintritt der Gebetszeit ist ja der Grund, wieso man beten muss. Und wenn das nochmal passiert, dann theoretisch kannst du sagen, das nochmal. Aber eigentlich ist für ihn diese Zeit ja schon mal egal. Also es sind halt diese vorausdenkenden Sachen. Genauso, wenn der Bauch einer Frau aufgeschnitten wird, also weil sie wird verletzt und das Baby kommt raus, also eine schwangere Frau, hat sie dann trotzdem ein Nifas, also ein Wochenbett. Und jetzt haben wir natürlich die, wie nennt man das? Kaiserschnitt, ne? Den Kaiserschnitt. Und weil die Hanafis immer gesagt haben, Ra'aita, Ra'aita kada, stell die Frau so und so, stell die Frau so und so, hat man sie El-Ra'aitiyun genannt. Die stell die mal vor, Leute. Und der Begriff Ahlur-Ra'i hat sich etabliert. Das ist ein bekannter, wichtiger Begriff im Kontext der Hanafis. Ahlur-Ra'i, also die Leute der Ansicht. Weil sie viel theoretische Sachen auch vorweggenommen haben und den Analogieschluss intensiver benutzt haben. Aber niemals vor Hadithe gestellt haben. Das ist auch ein Thema, was ich gerne später ansprechen würde. Inshallah, können wir gleich noch machen. Die letzte Besonderheit der Hanafis, die ich erwähnen wollen würde, ist
das Fragen nach dem Wieso, das ist eben, was heute vielen fehlt, vor allem, ich sag mal, dem Fastfood-Wissen, der Fastfood-Wissen-Tradition, die wir heutzutage haben, die ist nach dem Wieso-Fragen. Nicht im Sinne von, wir hinterfragen, was der Prophet gemacht hat, sondern wir hinterfragen den Rechtsgrund, den der Prophet Sallallahu zugrunde gelegt hat, um diese Tat zu machen. Deswegen wurde Abu Hanifa zum Beispiel sehr, sehr kritisiert für seine Ansicht bezüglich Musara'a. Musara'a ist, was haben die Arabs früher gemacht? Die haben die, oder auch nicht Arabs, aber zu der Zeit, was verbreitet, dass bevor man seine Kuh verkaufen wollte, man die Euter zugebunden hat, damit die anschwillt und aussieht, als hätte sie ganz, ganz viel Milch drin. Also schwillt dann so an. Und die wurde dann für teurer verkauft zum Beispiel. Und danach kaufst du jetzt diese Kuh und du melkst sie und merkst, okay, das war einfach nur Luft. Also da war ganz wenig Milch drin. Und das ist dann sozusagen, ja, dein Eib, also du hast ein Rückgaberecht aufgrund eines Mangels. Du kannst diese Kuh dann zurückgeben. Aber für die Milch, die du genommen hast, musst du ein Sa, glaube ich, ein Sa, also als ein Hohlmaß, an Datteln der Person geben. Also dazu gibt es ein Hadith. Der Prophet hat gesagt, du musst dann ihr zu Datteln geben. Aber Abu Hanifa hat gesagt, nein. Ich kenne diesen Hadith. Ich weiß, was der heißt, aber nein. Weil der Rechtsgrund ein anderer ist. Das ging einfach nur um den Ausgleich in dem Moment, sozusagen. Und Datteln ist, weil Datteln und Milch ist nicht das Gleiche. Und man hat so den Rechtsgrund hinterfragt und dann festgelegt, wie man das begleichen kann. Und das ist nicht auf diese Eisa an Datteln festgelegt. Genau. Ja, das ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt, den du erwähnst, weil du hast einmal vorher erwähnt, dass sehr, sehr viele natürlich oder bestimmte hochrangige Hadith-Gelehrten bei Imam Abu Hanifa saßen, erstmal als Schüler. Dann, dass Imam Abu Hanifa natürlich Hadith kannte, natürlich die Sunna kannte. Und das Problem ist heute, dass dann Leute kommen, wie du hast es auch angedeutet, dass Hanafiten irgendwie schwach im Hadith gewesen sein oder sind. Das Beispiel, das du genannt hast, zeigt einfach sehr schön, dass dahinter eine bestimmte Methodik, wir können ja gleich nochmal auch darauf eingehen, aber dahinter liegt eine gut durchdachte Methodik. Das ist nicht, weil jemand sagt, okay, ich nehme einen Hadith nicht. Das ist das Problem, was heute so den Leuten Marketing verkauft wird. Dort sei jemand gewesen, der hat einfach Hadith nicht gekannt oder nicht beachtet. So aufgrund von, weiß ich nicht, von irgendwelchen Gründen. Aber das ist nicht der Fall. Das ist sehr wichtig, dass es das auch dass es Aufklärung auch in dem Bereich gibt. Ich finde, laufen. Wenn es zu warm wird, kriege ich mal rote Bäckchen. Okay. Ich habe Fenster aufgemacht. Wenn du erlaubst, würde ich gerne auf eine Thematik eingehen, die auch immer zur Sprache gebracht wird im Kontext der Hanafis. Und zwar, die Hanafis haben die Hadithe vernachlässigt und haben Qiyas gemacht. Also ein Analogieschluss. Was ist Qiyas? Ganz simpel, das klassische Beispiel. Im Koran wird Alkohol / Wein verboten. Was ist der Rechtsgrund? Der Rechtsgrund, es macht betrunken, es berauscht. Und heute haben wir, keine Ahnung, verschiedene Arten von Drogen oder andere Arten von alkoholischen Getränken, die auch berauschen. Das heißt, weil sie dieselbe Eigenschaft haben, die es verboten macht, ist das auch verboten. Kurz zusammengefasst, was Qiyas ist. Und es wird immer gesagt, die Hanafis haben Hadithe vernachlässigt oder kannten keine Hadithe und haben den Qiyas Vorrang gegeben, vor den Hadithen. Und dazu, wenn du erlaubst, würde ich gerne das Ereignis zwischen Muhammad al-Baqir und Abu Hanifa zur Sprache bringen. Gerne, schon. Genau, Muhammad al-Baqir ist der Sohn von Ali Zain al-Abidin, der Sohn von Hussein ibn Ali, der Sohn, also ibn Ali, das ist ja schon der Sohn von Ali, also der Cousin des Propheten, also Ali ibn Abi Talib. Das heißt, es ist der Urenkel Alis, also Ahlul Bayt. Einige haben auch nach Ahlul Bayt gefragt. Und zwar, dieses Ereignis wird häufig überliefert. Ich weiß leider nicht, ob das eine Kette hat, aber es wird halt sehr häufig erwähnt, deswegen vermittle ich das jetzt weiter. Und zwar sagte Muhammad al-Baqir, أنت الذي حولت دين جدي وأحاديثه إلى القياس. Du hast die Religion
meines Opas, also von Ali, also von Rasulullah, genommen und geändert, sozusagen den Qiyas, den Analogieschluss, vor die Hadithe gelegt. Und dann hat Abu Hanifa geantwortet, Ijlis makanaka kama yahiquli. Setz dich da, setz dich an deinen Platz, so wie es gebührt. فَإِنَّ لَكَ عِنْدِي حُرْمَةٌ كَحُرْمَةِ جَدِّكَ. Genau. Also setz dich hin, nicht im Sinne von hier, pass mal auf, sondern guck mal, setz dich hin, weil ich respektiere dich so sehr, wie ich deinen Großvater, sallallahu alaihi wa sallam, schätze. Also durch Fatima ist er natürlich ja der Ururenkel des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Deswegen, ich respektiere dich, weil du bist von Ahlul Bayt. Setz dich hin. Genau. Genau, so wie ich dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, seine Lebzeiten, also wie als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam leben und seine Gefährten, so respektiere ich dich. فَجَلَّسَ ثُمَّ جَثَ أَبُوْ حَنِيفَ بَيْنْ يَدِيْهِ. Er hat sich dann hingesetzt und Abu Hanif hat sich dann vor ihm hingekniet. Also mit ganz viel Adab die Sache erklärt. Eigentlich, wir werden so hitzig in diesen Sachen immer. Also ich vorne mit dabei, die Facebook-Diskussion mitbekommt. Ist klar, dass ich mich da auch manchmal ein bisschen nicht beherrschen kann. Aber Abu Hanif hat was gemacht? Er hat sich hingekniet, wirklich vor ihm. Thumma hat dann gesagt, إِنِّي سَئِلُكَ عَنْ ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ فَيَجِبْنِ. Ich werde dich drei Sachen fragen, und du antwortest mir bitte. Ar-rajulu ad'afu am al-mar'a. Ist der Mann oder die Frau physisch schwächer? Darf man heute nicht mehr sagen. Die Welt hat sich geändert. Ist der Mann oder die Frau physisch schwächer? Der Urenkel des Propheten, Mohammed al-Baqir, sagt was? Al-mar'atu ad'af. Die Frau ist physisch schwächer. Qala Abu Hanifa, kam sahmu al-mar'ati fil mirath? Wie viel bekommt die Frau vom Erbe? Qala al-Baqir sagte, der Mann bekommt zwei Anteile, die Frau ein, also bei Kindern. Sohn bekommt einen Doppelanteil, Frau, also Tochter ein Einzel. Dann sagte Abu Hanifa, das ist das Wissen von deinem Großvater. Wenn ich die Religion deines Großvaters verändert hätte, dann der Analogieschluss, der Qiyas wäre gewesen, dass der Mann einen Anteil bekommt und die Frau zwei Anteile bekommt, weil die Frau ja physisch schwächer ist und Geld, also es etwas schwieriger ist für sie, Geld zu verdienen, vor allem für die damalige Gesellschaft. Heute in der Dienstleistungsgesellschaft kann es anders sein, aber Abu Hanifa hätte so urteilen können, wenn der Qiyas wichtiger wäre als die Überlieferung. Genau, dann fragt er, ثُمَّ الصَّلَاتُ أَفْضَلُ أَمُ الصَّوْمُ. Da fragt er Abu Hanifa, ist das Gebet eine wichtigere Pflicht, oder ist das Gebet wichtiger oder das Fasten? Da meint er, الصَّلَاتُ أَفْضَلُ. Da meint er, das Gebet ist vorzüglicher. Da meinte aber auch Hanifa, هذا قول جدك, das ist die Aussage deines Großvaters. ولو حاولت قول جدك, wenn ich die Meinung oder die Ansicht deines Großvaters sozusagen entstellt, verändert hätte. لكان أن المرأة إذا طهرت من الحيض أمرتها أن تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم. Das Gebet ist ja besser, also hat eine wichtigere Stellung im Islam als das Fasten. Beides ist natürlich eine Säule und Pflicht. Aber er sagt, wenn ich nach Qiyas gehen würde, nach der Logik gehen würde, statt nach der Überlieferung, hätte ich gesagt, dass die Frau nach dem Heid ihr Gebet nachholen muss und nicht ihr Fasten. Aber wie ist es richtig? Richtig ist, dass die Frau ihr Fasten nachholen muss vom Ramadan. Oder halt ihr Wajib von Nazr. Aber nicht ihr Gebet. Wenn man nach der Logik geht, ist Gebet wichtig und sie müsste das Gebet nachholen. Und dann meinte er, ثُمَّ الْبَوْلْ أَنْجَسْ أَمِنْ نُطْفَ. Ist Urin schmutziger oder Sperma? Zeit nehmen. Und da meint er, Urin ist schmutziger. Da meinte Abu Hanifa, wenn ich die Religion oder die Meinung, wenn ich die Religion eines Großvaters verändert hätte durch den Qiyas, durch den Analogieschluss, hätte ich denen befohlen, die urinieren, also die auf Toilette gehen, dass sie Russel machen müssen, eine Vollkörperwaschung machen müssen. Aber diejenigen, die halt, verzeiht mir, Beischlaf hatten, dass sie nur Wudu machen müssen, weil das Ejakulat ist halt sauberer eigentlich, wenn man so logisch denkt, weil daraus kommt ein Mensch. Das andere ist einfach nur Abfall vom Körper. Sag, wenn ich nach Logik, nach Qiyas gehen würde nur und die Überlieferung nicht beachten würde, dann hätte ich gesagt, nach Urinieren Vollkörperwaschung und nach dem Beischlaf nur Wudu. Aber er sagte, walakin ma'adallah en uhawila dina jettika bin Qiyas. Aber möge Allah davor bewahren, dass ich die Religion deines Großvaters durch den Qiyas, durch den Analogieschluss, durch Logik ändere. فقام الإمام الباقر
Da ist Imam Baqir aufgestanden, hat ihn umarmt und seinen Kopf geküsst. Sein Gesicht geküsst. Auf die Stirn. Und es ist eine sehr, sehr schöne Sache. Das zeigt sehr, sehr schön, dass also wie einfach auch das Denken Imam Hanifas. Also es, vielleicht, also wir sind jetzt noch kurz zusammenzufassen, wir sind auf die besonderen Merkmale der Schule eingegangen. Wir haben auch schon einen Einblick bekommen, wie Imam Hanifa mit dem Thema Hadith umgeht, das Thema Hadith und Sunnah. Vielleicht kannst du nochmal auch auf den Punkt eingehen, wie man in der Schule im Allgemeinen mit auch Hadithen oder äußeren Wortlaut von Ahadith umgeht. Das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige, also Frage für mich zumindest immer sehr wichtig, weil es auch sehr, sehr viele, ich sag mal, Zweifelsfragen gibt. Genau, das ist eine sehr wichtige Frage. Und zwar, wie gehen die Hanefiten mit dem äußeren Wortlaut um? Und hier gibt es eine allgemeine Regel, die für alle gilt. Also alle Rechtsschulen und so weiter. إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز. Wenn die wortwörtliche Bedeutung nicht möglich ist, dann wird es auch Metaphorik, also wird es auch metaphorisch verstanden. Und das gilt auch für die Aqida vor allem. Man nimmt alles beim Wortlaut, zum Beispiel Himmel und Hölle, werden beschrieben als, also Hölle wird beschrieben als ein Ort, wo es brennt, wo Feuer ist. Im Paradies wird von Chor, wird von Obst, wird von allen möglichen schönen Sachen erzählt. Und es ist möglich, das wortwörtlich zu verstehen. Deswegen darf man dann nicht einfach sagen, nee, ich finde, das ist nur ein Geisteszustand, die Menschen brutzeln da ja nicht und so weiter. Weil dann hast du die Tür zur Willkür geöffnet. Das heißt, es gibt immer der äußere Wortlaut, bis ein anderer Faktor kommt, der es sozusagen umwandelt. Man sagt ja, mit Amin illa qad khussis. Es gibt keine allgemeine Aussage, außer dass sie auch irgendwo eingeschränkt worden ist. Und deswegen ist es wichtig, die Quelltexte zusammenzunehmen. Also erstmal sortieren. Koran ist klar. Da gucken wir nicht authentisch oder nicht authentisch, weil der gesamte Koran mutawatir ist. Also so überliefert worden ist, dass kein Zweifel an dessen Authentizität anzumängeln ist. Aber in den Hadithen müssen wir natürlich trennen zwischen authentisch und nicht authentisch. Und danach die Zusammenführung der Hadithe. Weil wenn man einen einzigen nimmt, weiß man nicht, wurde dieser Hadith abrogiert. Das heißt, wurde dieses Urteil in diesem Hadith durch ein anderes Urteil später ersetzt. Zum Beispiel sagt der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. Ich hatte euch, oder ich pflegte euch zu verbieten, zu Gräbern zu gehen, doch jetzt besucht sie. Und in anderen Hadithen spornt er aktiv dazu an, verinnerte Dhikr al-Maut, also denn, Besuchen der Gräber erinnert an den Tod und führt dazu, dass man eher nicht mit sich selbst abrechnet. Das heißt, das ist natürlich eine Sache, die alle Rechtsschulen machen. Also dieses Zusammenführen der verschiedenen Beweise, gucken, was kam früher, was kam später, was ist abrogiert, was ist abrogierend, also welches Urteil war letztendlich das, wonach gehandelt wird. Eine allgemeine Aussage ist da, wurde sie eingeschränkt? Manchmal sagt der Prophet Sallallahu etwas, und zwar macht so und so. Oder auch im Koran. Im Koran sind Befehle, die wir nicht machen müssen. Was heißt das jetzt? Es gibt im Koran Befehle, die wir nicht machen müssen. Ich nenne euch einen Befehl, was wir nicht machen müssen und dabei trotzdem gute Muslime sind. Beziehungsweise auch die Sahaba nicht machen mussten. Und zwar hatte Allah hinabgesandt, dass man, wenn man mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam privat sprechen möchte, dass man erstmal eine Sadaqa an Arm, nicht an ihn. Also er hat jetzt kein Cash gemacht, wie einige Peers, die dann so ihre Hand küssen lassen, dabei so Geld von unten bekommen. Ihr kennt die Videos. Sondern man musste ein bedürftiges Sadaqa geben. Aber sehr kurz darauf wurde schon direkt diese Hukm abrogiert. Ich glaube, so hat nur einer oder sogar keiner das angewandt. Einer oder zwei. Ali radiallahu anhu. Ich spreche in der Rasse Ali radiallahu anhu. Genau. Es wurde dann direkt abrogiert. Das heißt, der Hukm steht noch im Koran. Natürlich steht auch der Vers, der es dann eingeschränkt hat, da. Aber man muss nicht danach handeln, obwohl es ein Befehl ist. Dann gibt es noch andere Faktoren. Und zwar sagt man, Al-Amru yufidu al-Wujub idha tajarrada an al-Qara'in. Also ein Befehlsform, ein Imperativ drückt einen Befehl aus, dass man etwas machen muss. Es drückt eine Pflicht aus, wenn keine anderen Faktoren da sind. Zum Beispiel erlaubt Allah
oder befiehlt Allah, dass man nach dem Jummah-Gebet sich auf der Erde verbreitet und nach seiner Gunst trachtet, nach seinem Vorzug, nach seiner Versorgung trachtet. Was müssen wir machen? Sobald wir Salam gesagt haben, müssen alle wegrennen, so wie kennt bestimmt das Spiel als Kinder, wenn man so sich im Kreis dreht und dann müssen alle wegrennen. So ist das. Das heißt, wenn wir jetzt hier in dem Punkt zum Beispiel nur nach dem äußeren Wortlaut gehen würden, dann müssten wir, wie du gesagt hast, Assalamu alaikum oder wenn ich sofort wegrennen. Alle sofort rausgehen. Aber jetzt kommt das. Ne. Genau, jetzt kommt das große Aber. Wenn eine Befehlsform nach einem Verbot kommt, dann heißt es nur, dass es erlaubt ist. Genau, weil beim Jumma-Gebet dürfen wir natürlich nicht einfach shoppen gehen, während die Khutba läuft, während das Gebet läuft, können wir nicht shoppen gehen. Das heißt, es ist ein Verbot da und dann kommt eine Befehlsform im Arabischen, das ist dann sozusagen minus 1 plus 1, 0. Also sozusagen, wenn man es mathematisch als mathematische Gleichung darstellen möchte. Und das ist ein logisch-sprachliches Argument. Also wenn, jetzt könnte jemand kommen, wer hat sich das ausgedacht? Ich meine, die Gelehrten, die diese Regel angewendet haben, haben das auf Basis der Sprache und Logik angewendet. Also. Genau. Genau, ein anderes Beispiel ist im Ihram-Zustand. Eine ganz kurz Frage. Ich bin gerade mir nicht ganz sicher. Geht das Ganze nach 2 Stunden aus? Ich weiß es nicht. Wissen die anderen Geschwister das? Es kommen gar keine Kommentare mehr. Entweder respektieren sie meinen ADS oder sie hören nicht mehr zu. Eins von beiden. Also bei mir kommen noch Fragen ständig. Vielleicht bei mir nicht mehr. Okay, vielleicht hast du es ausgeschaltet, gewollt oder ungewollt. Besser vielleicht. Besser. Genau, falls wir, also ganz ehrlich, auch liebe Geschwister, ihr wisst es, ich bin auch noch nicht so lange dabei, Interviews jetzt über Instagram zu geben, versuche unser Bestes. Falls es jetzt abbrechen sollte, beginnen wir einfach nochmal mit einem weiteren Stream und der wird dann auch gespeichert. Mashallah, da hast du noch so viel Motivation. Natürlich, wenn ich schon die Möglichkeit habe, mit dir 3, 4, 5 Stunden über Wissen, wirkliches Wissen zu sprechen, dann Alhamdulillah, sind die schönsten Sitzungen. Alhamdulillah, ist für mich eine Ehre. Man hat selten die Möglichkeit, so über diese Sachen zu sprechen. Man trägt das alles in sich als Talib und man kann niemand drüber sprechen. Das ist wie wenn man ein leidenschaftlicher Briefmarkensammler ist. Aber es juckt, wenn man dann Personen hat, die sich für ihr Wissen interessieren, ist natürlich schön, das auch auszunutzen. Also ich bin auch noch offen, das weiterzumachen. Und keiner ist gezwungen zu bleiben, aber Alhamdulillah sind noch 70 Leute da. Entweder sind sie eingeschlafen oder interessiert. Oder es sind einfach nur Freunde, die uns nicht allein lassen wollen. Bismillah, nach dem kurzen Exkurs wieder. Genau, ich wollte das Beispiel mit dem Ihram nennen. Das ist auch ganz lustig. Also es ist im Ihram-Zustand, also wenn man Hajj macht, man ist in diesem Bayer-Zustand bei der Hajj. Die Männer tragen die Tücher um sich, Al-Izar und Reda, also unter Lendentuch und Oberumhang sozusagen. Und man hat die Absicht der Hajj und man ist noch nicht fertig damit, hat man sich noch nicht die Haare geschoren zum Beenden. Man darf in der Zeit nicht jagen. Ne? Man darf in der Zeit nicht jagen. Selbst wenn man Flöhe tötet, hat man ein Problem, sozusagen muss Sadaqa zahlen. Oder wenn man eine Ameise tötet, muss man eine Sadaqa dafür als Strafe zahlen. Mhm. Denn man darf nicht jagen. Sagen wir, du siehst einen Büffel, du willst es erlegen. Also heutzutage haben wir jetzt eh nicht mehr so die Situation, dass da jetzt freilaufende Tiere sind, die man jetzt erlegen könnte. Aber man darf nicht jagen in dieser Zeit. Aber was sagt Allah Ta'ala dann am Ende? وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا. Ne? Korrigiere mich, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. No. Sobald ihr wieder halal seid, also im Sinne von, ihr seid wieder aus dem Ihram-Zustand ausgetreten, dann geht jagen. Muss jetzt jeder nach der Hajj sich sein Rambo-Tuch dran machen und sein Speer nehmen und losjagen? Nein, es ist eine Erlaubnis, wieder. Minus 1 plus 1 gleich 0. Man darf das machen. Aber das ist natürlich jetzt keine spezifische Sache für die Hanefis. Genau. Was aber spezifisch für die Hanefis ist, ist die Filtermethode. Also es gibt natürlich viele Sachen, aber unter anderem die Filtermethode von Hadithen. Wie unterscheiden wir bei einer Einzelüberlieferung, einem Hadith, der noch von einer Person überliefert wird,
ob das authentisch ist oder nicht. Und das ist jetzt auch sehr, sehr wichtig, weil das wissen viele nicht. Die Hanifis haben ihre eigenen Methoden zur Unterscheidung zwischen authentisch und nicht authentisch. Und ich erwähne nochmal, Sheikh Al-Albani, Rahmatullah Ali, er hatte seine eigene Herangehensweise, die man unterschiedlich bewerten kann. Aber klar ist, dass er sehr viel Arbeit geleistet hat. Jedoch mit anderen Kriterien. Und ich habe zum Beispiel eine Ausgabe, viele Verleger, arabische Verleger, machen das einfach nur fürs Geld. Leider. Sei es arabisch oder nicht arabisch. Aber viele machen es nur fürs Geld, sodass sie sich keine Mühe geben, das ordentlich zu bearbeiten. Und in den Fußnoten von modernen Drucken von Büchern sind häufig Urteile von Gelehrten zu Hadithen. Und ich habe zum Beispiel eine Ausgabe von Al-Ikhtiyar, also hier die, das ist jetzt eine neuere Ausgabe, die empfehlenswert ist, von Dar al-Manhan. Also falls Sie da sind, ist das eine sehr gute Ausgabe. Aber ich habe eine ältere Ausgabe von Dar al-Hadith. Der Verlag ist dafür bekannt, jetzt ein bisschen schlampig zu sein. In der Fußnote hat der Editor die Urteile von Al-Albani reingetan. Und das ist wie, wenn wir sagen, komm, lass Fußball spielen oder lass Volleyball spielen. Können wir sagen, lass Volleyball spielen. Und als Schiri nehmen wir einen Fußball-Schiri. Was sagt er die ganze Zeit? Hand. Da gutes Beispiel, nein. Sehr gutes Beispiel. Weil wir spielen Volleyball und du bringst einen Fußball-Schiri, der ganz andere Kriterien hat. Und eins der wichtigsten Kriterien, das wird jetzt ein bisschen fachlich, aber ich traue unseren Geschwistern das zu. Es gibt eine Sache in der Hadith-Wissenschaft, die nennt sich Mursal. Mohammed kennt das sowieso. Mursal ist einfach zusammengefasst, wenn ein Tabi'i, also ein Muslim der Folgegeneration nach den Sahaben, das heißt, es ist jemand, der den Propheten nicht gesehen hat, direkt vom Propheten überliefert. Zum Beispiel Al-Hassan al-Basri macht das häufig, indem er einfach sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dann geht's los. Okay, aber Imam Al-Hassan al-Basri hat den Propheten nicht gehört. Das heißt, es könnte sein, dass er es von einem Sahabi hat, kann aber auch sein, dass er es von anderen Tabi'un hat, von einem anderen Tabi'i hat, der es von einem Sahabi hat, der es von Propheten hat. Also wir wissen nicht genau, was dazwischen jetzt ist. Nur ein Sahabi, mehrere Sahaba, Tabi'i-Sahabi. Und deswegen sind Mursal-Hadithe umstritten. Also die meisten Hadith-Gelehrten sagen, nein, schwach, weil Lücke. Die denken da ganz systematisch. Also nicht systematisch, sondern praktisch. Lücke heißt schwach. Aber die Hanefis, und kannst du mich gerne korrigieren, auch die Hanefis. Nein, aber man muss vielleicht dazu sagen, dass das eher auch, wir kommen ja noch zu der Schäfer-Aitchen Schule, das, was wir heute später als Methode der Hadith-Kritik haben, ist sehr stark, was ich sage, ohne es schlecht zu reden, ist sehr stark schafiitisch geprägt. Ja. So, in dem Sinne. Und wie du sagst, die Hanafiten und auch die Malikiten, da stimme ich dir zu, haben nochmal auch eine Art zu filtern, sozusagen. Genau. Ja. Und eins der, das ist ein zeitgenössischer Gelehrter, der hat dieses Buch verfasst, Dirasat fi Usul al-Hadith ala Manhaj al-Hanafiyya. Das ist auch, glaube ich, seine Doktorarbeit gewesen. Und er hat eine sehr, sehr schöne Arbeit gemacht. Und zwar hat er, die Hanafis hatten keine Usul al-Hadith-Bücher, sondern sie haben ihren Usul al-Hadith, also wie man mit Hadithen umgeht, die Methodologie, in ihren Usul al-Fiqh-Büchern, also in den Büchern über die Rechtsmethodik, reingepackt. In Kapiteln, die Bab al-Sunnah hießen oder Bab al-Akhbar und so weiter. Und da haben sie ihre Kriterien dargelegt. Beginnend von Isa ibn Aban, der Schüler von Imam Muhammad. Also so früh, also der Schüler von, also Imam Muhammad hat selbst Aussagen darüber getroffen, aber sein Schüler Isa ibn Aban, der erstmal auch gesagt hat, ah, die Hanifis kennen doch keine Hadithe, und der ist dann einmal zum Unterricht von Imam Muhammad gegangen, hat dann gesehen, okay, das ist ein Imam, bei dem bleibe ich. Also nachdem er so skeptisch war, er hat sozusagen den ersten Schritt gemacht in den Hanifi Usul al-Hadith, und dann kam später Al-Jassas, darauf aufgebaut haben wir Al-Bazdawi, Al-Sarachsi und viele andere Gelehrten. Also die sich die Aufnahmen später anschauen, können sich das dann, die Namen sich dann nochmal anhören. Genau. Und dann wurden sozusagen Regeln ausformuliert, wie man Hadithe filtert. Genau, wir waren bei Mursal-Hadith. No. Und du kannst mich gerne korrigieren, Malikis akzeptieren auch Mursal-Hadithe. Das heißt, wenn ein Tabi'i direkt vom Propheten Sassan überliefert. Imam Ahmed, von ihm wird Verschiedenes überliefert, aber die grundsätzliche Meinung, soweit ich weiß, ist, dass er es auch akzeptiert. Und auch mit Mursal-Hadithen
argumentieren. Nur Imam al-Shafi hatte ziemlich strenge, also relativ strenge Auflagen sozusagen für die Akzeptanz von Mursal-Hadithen. Aber die Hadith-Wissenschaft, die sozusagen Mainstream wurde, ist ja die, wie Bruder Mohammed schon gesagt hat, die schafiitisch beeinflusste. Und die Kriterien, die Sheikh al-Albani hatte, sind sozusagen auch von dieser, kommen von dieser Tradition. Und deswegen sind viele Hadithe, die Sheikh al-Albani als schwach bezeichnet, ja, schwach nach deren Ijtihad, aber authentisch nach unserem, also nach Hanafi, Maliki und Hanbali Kriterien zum Beispiel. Und dann gibt es nochmal natürlich Unterschiede in der Bewertung von einzelnen Überlieferern. Genau. Und das, ich weiß nicht, wie weit wir hier ausholen sollen, Mohammed. Nee, ich finde, also war es noch nicht. Dass du ruhig so ein bisschen leitest und bremst. Nee, nee, ist, also. Ich, können wir darauf eingehen? Ich finde, also aus meiner Sicht, die Message ist gut rübergekommen. Dass es, also es geht darum, dass, also warum die Frage? Die Frage, die habe ich gestellt, weil wir heute das Problem haben, dass Leute eine Überlieferung nehmen, versuchen ihrem, oder erstmal normal ist ja der Mensch, wenn wir etwas lesen, dann das Erste, was uns entgegenspringt, ist die äußere Bedeutung von etwas. Immer so. Das Äußere ist erstmal das, was wir als Erstes in den meisten Fällen am schnellsten verstehen oder direkt verstehen. Ja. Doch, dass wir vorsichtig sein müssen, dass wenn wir auch Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam lesen oder Ahadith im Allgemeinen, dann gibt es einen Unterschied zwischen, okay, das ist der äußere Wortlaut und dann gibt es dort aber noch ein Urteil. Das kann manchmal übereinstimmen, also es kann durchaus übereinstimmen, dass der äußere Wortlaut auch gleichzeitig das Urteil ist, aber es ist nicht immer so. Und deshalb ist es nicht so einfach. Das Problem ist, was wir heute noch haben, dass ich dann ein Hadith nehme, übersetzt sogar noch in deutscher, englischer, türkischer Sprache. Also ich verstehe gar nicht die Sprache und Rhetorik dahinter, um etwas ableiten zu können. Das ist nochmal ein anderes Problem. Aber selbst wenn ich die arabische Sprache verstehe und einen Hadith nehme in seinem äußeren Wortlaut, bedeutet das noch nicht, dass das, was ich äußerlich verstehe, auch das Urteil ist, das abgeleitet werden kann. Das ist sehr wichtig. Und ich denke, das hast du sehr gut aufgezeigt an einigen wirklich guten Beispielen, auch äußere Wortlaute im Koran oder auch im Hadith. Und bist du auf den Punkt eingegangen, dass es auch sein kann, dass wir einen Hadith haben, der in seinem äußeren Wortlaut, auch einen Koran-Vers, in seinem äußeren Wortlaut glauben wir, dort wäre dieses oder jenes Urteil. Mhm. Aber dieses Urteil, und das kann stimmen, aber dieses Urteil ist aufgehoben, weil später kam eine Handlung des Propheten, eine andere Aussage etc. Das Problem ist dann, wenn ich nur einen Hadith nehme und diese vielen Methoden, die Gelehrten natürlich angewendet haben, die sie natürlich von ihren Lehrern übernommen haben, die am Ende irgendwie auch auf die Gefährten zurückgehen, weil die Frage ist immer, okay, warum folge ich den Imam und nicht den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Am Ende das Wissen der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist auf beste und strukturierte Art und Weise in die Schulen übergegangen. Das ist, also wenn wir den Schulen folgen, dann folgen wir auch irgendwo den Gefährten und sowieso dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und ich denke, das ist schon sehr gut verständlich. Ich hätte noch auch eine Frage, eine vielleicht so, ja, auch manchmal eine viel diskutierte Frage, wenn du erlaubst, einige von uns, vielleicht nicht jeder, aber einige von uns kennen die Aussage, wo dann jemand sagt, okay, warum soll ich Menschen folgen, warum soll ich einem Madhab folgen, jemand wie Imam Shafi'i hat doch gesagt, wenn der Hadith sahih ist, dann ist das mein Madhab, so. Und dazu muss ich sagen, du hast es auch angedeutet, für den einfachen Muslim scheint das erstmal logisch zu klingen, dass er sagt, okay, warum soll ich Schulen folgen, wenn es Koran und Sunna gibt? So. Also ich möchte hier auch keinem zu nahe treten, das kann auch ein Ausdruck von, ja, von Taqwa sein, von Gottes Ehrfurcht, das heißt, wenn ich Koran und Sunna höre, dann möchte ich erstmal alles andere beiseite legen. Es kann erstmal ein Ausdruck von sein, dass ich eine Verbundenheit spüre dazu. Das ist auch erstmal vom Gefühl her nicht falsch. Das Problem ist, wir müssen natürlich, wenn es um Urteile geht in der Religion, nicht nur emotional herangehen, wie es viele machen, sondern so, wie es unsere Tradition niedergelegt ist,
mit Wissen, Weisheit und Verständnis herangehen. Und noch jetzt konkret die Aufgabe, wenn der, die Aussage, wenn der Hadith sahih ist, dann ist es mein Madhab. Mhm. Was würdest du dazu sagen? Wie ist das zu verstehen? Genau. Erstmal, meiner Kenntnis nach, wird es allen Tieren zugeschrieben. Also allen vier Imamen. Es wird allen vier geschrieben, Allah alam, den Tahqiq, den ich gelesen habe, dass es am Ende wirklich nur Imam Shafi'i so gesagt haben soll. Allah alam. Also ich bin gerade unsicher, aber ich weiß nicht, ob ich den Rest Mufti von Abu Hanifa auch gelesen hatte. Mhm. Ich glaube, Ibn Abidin erwähnt das von Abu Hanifa. Mhm. Was jetzt aber sehr wichtig ist, die Aussage ist richtig. Wenn der Hadith richtig authentisch ist, dann ist es meine Mette. Wir wissen alle, dass jetzt ein Aber kommt. Das Aber ist, weil er diese Hadith für authentisch empfunden hat, hat er diesen Rechtsspruch gesprochen. Genau. Das ist die Sache. Wenn man sicher weiß, dass der Hadith ihn nicht erreicht hat, und seine Schüler konnten das unterscheiden, Abu Hanifa kannte den, kam vor, selten, aber kam vor, da haben sie tatsächlich dann eine andere Meinung vorgezogen. Ist schon passiert. Aber wenn du diesen Spruch benutzt für einen im Rahmen eines Hadithes, den Abu Hanifa selbst überliefert hat, haben wir ein Problem. Weil es gibt, wie gesagt, wir haben hier nochmal, also es gibt ja diese Aussage, Abu Hanifa kannte 13 Hadithe. Kitab al-Athar von Abu Yusuf hat wie viele Hadithe allein? Also davon sind die meisten halt über Abu Hanifa überliefert. Manche sind Aussagen von Tabi'un, manche sind von dem Propheten Sassam selbst. Also Kitab al-Athar hat ungefähr 1000 Hadithe. Gibt es nicht, ist jetzt vor kurzem erschienen, editiert worden, herausgebracht worden, ein, weiß ich nicht wie viel Bände, langes Hadith-Werk. Genau, das wollte ich gerade sagen. Genau, über Hanifa. Da wollte ich gerade hingehen. Und zwar hat Abu Hanifa ja selber Hadithe überliefert, ganz viele. Und die wurden von verschiedenen Gelehrten festgehalten. In Werken, die heißen alle Musnad Abi Hanifa. Okay? Hm. Imam al-Haskafi hat so eins. Und andere gelehrt haben auch, Khwarizmi hat, glaube ich, eins. Übrigens heißt nicht Khwarizmi, sondern Khwarizmi. Weil es Wow und Elif ergibt zusammen ein O, das Persische. Das hatte Dr. Eamon gesagt, falls du dich erinnerst. Weißt du noch? Inshallah, ja, na, na. Genau. Auf jeden Fall wurden diese Hadithe von Imam Abu Hanifa in diesen Masanid gesammelt. Also Musnad Abu Hanifa und wie gesagt, die Kitab al-Athar seiner Schüler. Das war eben das von Imam Muhammad, das ist von Abu Yusuf. Und dieser neueste Druck, wo die Überlieferung von Abu Hanifa gesammelt wurde, hat wie viel? Ich habe es mir aufgeschrieben, meine Notizen. Das Al-Mawsu'atu al-Hadithiyya, die Riwayati Abi Hanifa von Latif al-Rahman al-Bahranji oder so, er hat einen interessanten Namen, al-Qasim. Genau, insgesamt sind da drin 10.588 Hadithe in 20 Bänden. Aber wenn jemand natürlich eine Zusammenfassung von Bukhari liest, fühlt er sich bemächtigt, weil die Hanifis haben ganz klar dem Jumhur widersprochen. Aber das Interessante ist, bis man letztendlich sieht, dass diese Personen, die solche Vermutungen anstellen, häufig, selbst wenn sie einen Hadith lesen, der authentisch ist, aber ihrer Praxis widerspricht, in Bukhari, trotzdem sich an ihren Scheich halten. Zum Beispiel, bei den Hanefis ist es ja so, dass man, es gibt innerhalb der Schlechtschule verschiedene Meinungen, das Thema ist jetzt nicht so streng, aber die Hauptmeinung ist, dass man mit dem Imam gleichzeitig Assalamu alaikum rahmatullah, Assalamu alaikum rahmatullah. Deswegen, in arabischen Moscheen sieht man immer die einsamen Ranger beim Türken, die dann mit dem Imam das machen und die anderen nachziehen. Okay? Und das basiert auf einer Überlieferung, die auch in Bukhari überliefert ist. An dieser Stelle lohnt es sich zu erwähnen, dass Imam Bukhari über 100 Jahre nach Abu Hanifa kam. Aber die meisten unserer Geschwister, die halt Sheikh Faraz sagt immer Attitudely Divergent Brethren. Also Geschwister anderer Einstellung. Wenn unsere Geschwister anderer Einstellung jetzt an diesem Hadith vorbeigehen, aber ihr Lieblingsprediger praktiziert es anders, er macht das nicht wie im Hadith. Weil mein Prediger weiß etwas, was ich nicht weiß. Es gibt bestimmt noch einen anderen Hadith. Und das ist der Knackpunkt der Sache sozusagen. Das heißt, wir haben also Abu Hanifa,
der so viele Hadithe einfach kannte. Weil um ein Mujtahid-Gelehrter zu sein, muss man ja überhaupt eine Riesenmenge an Hadithe gekannt haben. Also sonst kannst du ja kein Rechtsurteil sprechen. Ja. Neben der gelebten Praxis, die zu der Zeit des Salaf vorhanden war, im Gegensatz zu heute. Und viele unserer Geschwister zum Beispiel urteilen über den Widerspruch der Hanafis gegenüber Hadithen. Ich nenne berühmte Beispiele. Das Streichen über den Nacken beim Wudu. Bei Mai Iberde haben wir das auch im Video. Wir machen die Kommentare, also wir nehmen nur Kommentare an, die wir wollen, weil das ist keine Diskussionsplattform. Aber da kamen schon ein, zwei Kommentare, auch außerhalb der YouTubes. Das ist Bida'atin. Hast du dir ein Buch der Hanafis dazu dir angeguckt? Nein, also hier ist zum Beispiel ein sehr wichtiges Werk, diesbezüglich Sunan, was sozusagen ein Hanbelitischer Gelehrter, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber meinte, wer das liest, wird Hanafi. Weil er sehr stark die Beweise, der hadithbasierten Beweise der Hanafis darstellt und sozusagen auch sehr zufriedenstellend ist. Na hier, der Sheikh, unser Sheikh Said Kamali, meinte auch einmal in einer Sitzung, dass viele Geschwister sehr leicht immer die Hanafiten kritisieren. Und er sagte, ich weiß nicht mal welches es war, er sagte in einem Vortrag, wenn ihr das liest, ihr werdet alle Hanafis, so mit anderen Worten. Also bleibt mal auf dem Teppich. So. Das ist halt die Sache. Und hier müssen wir nochmal betonen, dass das der gleiche der Fall ist, wenn man Bulugh al-Maram liest, mit einem Schaf eines, also einem Kommentar eines Schafiiten, wird man nun mal auf Schafiitisch beeinflusst. Wenn man Umdatul Ahkam mit einem Hanbali-Schaf liest, wird man so geprägt, weil man denkt immer, das ist das Richtige. Ja. Und bei Malikis genauso. Al-Mawahib al-Jalil, wie heißt das? Al-Mawahib al-Mukhtasar Khalil. Al-Mawahib al-Jalil, Shah Mukhtasar al-Khalil. Aber das ist nicht. Nein. Aber es ist, glaube ich, nicht so Dings beweisfokussiert, ne? Nein. Achso, okay. Jetzt stehe ich dumm da. Gib mir ein Buch, was die Maliki-Hadithe gut darstellt. Also Mudawwana einfach an sich. Oder spätere. Was jetzt Hadith-basiert ist, meinst du? Erläutern? Genau, so ein Ya'la Sunan oder Bulugh al-Maram der Malikis. Du hast teilweise du hast sehr, sehr lange Werk durch einen Imam al-Fakihani hat 100 al-Ahkam in 6 Bänden. 100 al-Ahkam, 400 noch was Hadith. Eigentlich hast du so einen kleinen Band. Der hat in 6 Bänden erläutert. So. Mal schauen. Genau, sowas. Und wenn man das liest, ist normal, dass man dann davon überzeugt wird. Und man kann es drehen und wenden, wie man will. Man kommt letztendlich, wie gesagt, dann den Kruger-Effekt. Nach dieser Phase kommt man einfach irgendwann hier an. Der Humble-Phase, weil man mehr gelernt hat. Und man sieht einfach, die andere Rechtsschule, die hat einen Punkt. Die hat einen Punkt in der Thematik. Genau. Was auch noch ein sehr wichtiges Hanefi-Werk ist, was auch darauf ausgelegt ist, die verschiedenen Rechtsschulen zu vergleichen. Also die Imam al-Tahawis hier, Shab Ma'an al-Athar, meistens in 4 Bänden gedruckt. Was hat er gemacht? Er hat die Hadithe, die widersprüchlich scheinen, nebeneinander gelegt und die miteinander vereint, gezeigt, was abrogiert ist vielleicht, was man vereinen kann, was dem anderen vorzuziehen ist, was vielleicht schwach ist. Und er hat dann sozusagen eine Riesenarbeit gemacht, um das so gegenüberzustellen. Und das macht uns heute die Arbeit leichter. Genau. Gleiches gilt für die Meinung der Hanefiten, also hinsichtlich dessen, dass wir Beweise haben, die einfach man nicht kennt, weil man nicht zu den Büchern der Hanefis geht. Man macht sich nicht mal die Mühe. Streichen über den Nacken, Unterschiede zwischen dem Gebet von Mann und Frau, die Sitzposition des Mannes im Gebet, Iftirash, oder dass man unter dem Bauchnabel die Hände vereint und so weiter. Das liegt alles daran, dass man alles, wie gesagt, beim Volleyballspielen mit dem Fußballschiri ankommt. Und das ist halt das Problem. Also um es vielleicht nochmal zusammenzufassen, die Aussage, wenn der Hadith sahih ist, dann ist es mein Madhab, sozusagen. Also das Problem ist, ich sag mal, selbst das, da sind wir wieder bei der Methodik, selbst eine solche Aussage verstehen wir heute falsch. Warum? Weil wir sie rein äußerlich betrachten. So. wenn etwas authentisch gewesen ist bei den 4 Imamen, entsprechend ihrer Kriterien etwas als authentisch zu klassifizieren, natürlich haben sie es dann genommen. Warum? Also ich meine,
Es wäre aus meiner Sicht, es wäre ein unverschämter Vorwurf an die Imame, zu sagen, dass sie authentische Überlieferungen haben oder etwas ihnen authentisch überliefert wird und sie dann sagen, nee, ist Blödsinn oder so. Ja, nee. Also das ist schon ein unverschämter Vorwurf, so in anderen Worten. Subhanallah, wir haben, also Mashallah, also wir sind jetzt schon mehr als zwei Stunden dabei, geballtes Wissen, viele Informationen. Wie gesagt, ich merke auch bei den Fragen, viele Geschwister stellen Fragen oder einige Fragen, die schon beantwortet wurden am Anfang. Es kann einfach sein, dass sie einfach nach einer Stunde dazugekommen sind oder nach anderthalb Stunden. Das heißt, es ist empfehlenswert, sich das Ganze anzuschauen, auch wenn man es nicht auf einmal schafft, teilt euch das ein. Hast du noch was du jetzt so inhaltlich uns mitteilen möchtest, was Konkretes? Die Sache ist, es sind schon ein paar Sachen, aber das würde ein bisschen den Rahmen sprengen, also die Filtermethoden für Einzelhadith und so. Ja. Aber nochmal zu dem, wenn der Hadith authentisch ist, meine Method, halten wir fest, authentisch gemäß seinen Kriterien und nicht abrogiert und nicht eingeschränkt und nicht shared, indem etwas anderes authentischer ist. Und das heißt, wir kommen wieder zurück auf den Punkt, als Nichtgelehrter kannst du das nicht unterscheiden. Mit dem Fußball-Schiri kannst du nicht beim Volleyballspiel das machen. Genau, inhaltlich wirklich nur noch das zum Schluss. Wir hatten ja vorher darüber gesprochen, dass man eventuell darüber spricht, mit welchen Lehrtexten beginnt man in der Schule, wenn man sie studieren möchte. Genau, das wäre meine Frage gewesen. Weil einfach nur, damit wir auch was Praktisches haben, weil ich möchte, jetzt haben einige über Abu Hanifa gehört, ich möchte auf seinem Weg was lernen, was soll ich machen? Es kam immer ein junger Bruder zu mir, ich glaube, er war 15 oder so, türkischer Bruder, und hat gesagt, ich will Hanifi Madhab lernen, ich werde Al-Fatawa Al-Hindiya lesen, von Anfang bis Ende, die Übersetzung. Und hinter deinem Kopf, also von mir aus gesehen links, ich glaube, das ist der Tafsir von Ibn Kamal Pasha, kann sein? Hier, ja. Genau, Fatawa Hindia ist ja ungefähr so dick, mehrere Bände. Wenn man du hast das gut gelesen, liest du das von dort? Kann man das so gut erkennen, Tafsir? Adlerauge, Bruder. genau, der Bruder wollte das von Anfang bis Ende lesen. Und ich kann jetzt schon sagen, du wirst nichts lernen. Absolut nichts. Also vielleicht bleibt ein oder zwei Sachen hängen. Aber die Regel der Gelehrten ist natürlich was, man fängt vom Metten an, von diesen Lehrtexten, von den kurzen Dingen, die vielleicht, wenn du nur den Text nimmst, so dünn sind. Dass man jede Angelegenheit mal angekratzt hat. Und dann gehen wir immer tiefer mit den Kommentaren und so weiter. Aber die Quelltexte, also mit Quelltexten meine ich, also die Lehrtexte, die Mutun, zum Beispiel Nurul Idah, wurde ja auf Deutsch übersetzt. Unser Bruder Alper ist ja aus Berlin, ne? Ja. Genau, also mega auch hingelohnt. Ist gut als Stütze für einen Schüler, der mit einem Lehrer lernt. Aber definitiv sollte man nicht dieses Buch jetzt einfach nehmen und ich lerne jetzt die Hanefi Method. Weil erstens, da sind Sachen drin, die sehr missverständlich sind, wenn man keinen Lehrer hat. Weil im Kommentar wird eigentlich darauf eingegangen. Aber wenn man nur den Text selber nimmt, weil der Bruder hat ja nur den Text selber übersetzt, wie gesagt, als Stütze gut, wenn man es Arabisch hat, einen Lehrer hat und also lernt. Aber allein, wie gesagt, sehe ich es als problematisch, weil die Einschränkungen, die Ausführungen, Erklärungen, weil die fehlen, führt es zu einem Missverständnis. Vor allem, wenn man alleine lernt. Weil was hatten wir am Anfang, oder du, besser gesagt, am Anfang gesagt? Man kann ein Buch mit Kitabihi, fachatahumu, ekstaru, oder falatu. Man kann ein Sheikh und Kitab. Man kann ein Sheikh. Ich glaube, es gibt beide. Wessen Sheikh? Es gibt vielleicht ähnliche andere Aussagen. Genau. Auf jeden Fall, letztendlich werden seine Fehler mehr sein als das, was er richtig macht. Das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Genau, deshalb ganz praktisch. Für die meisten Schüler, die so sich steigern wollen, ist es so ernüchternd, aber ganz ehrlich, einfach ein Ilmul-Hal-Buch lesen. Bei den Türkischen gibt es ja die Ilmihal-Kultur, wo sozusagen das notwendige Wissen, was jeder Muslim haben sollte, so zusammengefasst ist in einem Buch. Einfach in der eigenen Sprache erstmal lesen lernen. Also die Türkisch können, haben natürlich einen Vorteil in der Hanefi Madhab. Man hat das von Ermasuhi Bilmen, das Imihal-Werk von Diyanet İşleri Başkanlığı. Nicht dieses Weiße mit zwei Bänden, sondern so ein
lilanes, einbändiges, von Dianet Shterabashkando, mit Fischentrück Seyfettin Hirsuji. Man hat von Hamdi Döndülan Hoca den Ehrenmihal, und das sind absolut ausreichende Bücher für den Muslim, für sein Alltagsleben. Wer sich aber steigern will, muss sich natürlich erstmal einen Lehrer suchen, der die Hanafi-Method unterrichten kann, der dazu qualifiziert ist. Und dann anfangen mit den Muturen. Klassischerweise fängt man an mit Nurul Idah, bezüglich der Reinheit des Gebets und des Fastens zumindest, mit dem Kommentar davon. Im Text ist eigentlich Zakat und Hajj nicht mit dabei, aber der Kommentar hat sozusagen dann auch einen Zakat und Hajj-Teil hinzugefügt. Das wird auch unterrichtet, natürlich mit dem Randkommentar. Und dann gibt es so die vier Haupttexte der Hanafi-Rechtsschule. Ich glaube, das ist für die meisten jetzt ein bisschen langweilig. Soll ich die kurz runterrattern oder können wir es auch lassen? Vielleicht eine kleine Ankündigung auch, weil die Frage immer kommt. Wir werden inshallah, weil ich glaube, ich habe auch Sheikh Farid irgendwo gesehen im Kommentarbereich und konnte nicht ganz folgen. Wir werden inshallah auch ein Programm anbieten, wo man die vier Fiqh-Schulen, also zumindest der Ibadat-Bereich, lernen kann, inshallah über mehrere Monate. Es wird kostenlos sein mit Lehrern und so weiter. Das heißt, wie du möchtest, wenn du sagst, wa alaikum salam wa rahmatullah. Wie du möchtest. Also nennen Sie vielleicht kurz einmal. Das heißt, es sind auch ein paar Studenten mit uns mit dabei. Es sind sozusagen die Lehrtexte, die sozusagen die Basis bilden, weil die haben sich zur Aufgabe gemacht, die Meinungen der Rechtsschule zusammengefasst wiederzugeben. Es sind 4/5 Haupttexte. Das ist einmal Muhtasar al-Quduri, Kenzut Taqaiq von Abu al-Barakat al-Nasafi, dann Majmal al-Bahrain wa Multaqa al-Nahrain und dann sag schon, Al-Wiqaya, Wiqaya al-Riwaya, die Masail al-Hidayah und dann als 5. Al-Mukhtar. Muhtasar al-Quduri ist das, was manchmal dazu gezählt wird. Manchmal wird das eine rausgenommen, manchmal Bahrain rausgenommen. Das ist so wie die Kutub al-Sitta, wo man bei den vier sich streitet. Ist im Major ein Teil davon, Water und so. Aber das sind so die Hauptsachen. Das heißt, als Hanafi-Student bin ich am Anfang mit Nurul Idah und Muhtasar al-Quduri schon sehr gut bedient. Genau, also Muhtasar al-Quduri umfasst halt alle Themen. Also inklusive Mu'amalat, also Handelsrecht, Nikah und Talaq, Uqubat, also die Strafrechte und alles Mögliche. Nurul Idah ist, wie gesagt, Einstieg für die Ibadah und dann halt Muhtasar al-Quduri ist ein guter Lehrtext, wie gesagt, für die anderen Sachen zusätzlich, aber genauso auch Al-Muhtar, also Al-Ikhtiyar li Ta'lil al-Muhtar ist dann der Kommentar dazu. Das wird auch häufig unterrichtet. Genau, ich selber hatte noch keinen richtigen Kontakt zu Al-Wiqaya, zu Kenzut Taqaiq und zu Majmal Bahrain. Mit denen hatte ich jetzt noch nicht so viel Berührung. Ich hatte halt mehr mit meinen Lehrern mit Al-Ikhtiyar und Al-Zadrat al-Muhtar und Idah und anderen weiterführenden Büchern zu tun. Vielleicht an dem an also wenn du erlaubst, wenn du, also meine Überlegung ist jetzt gerade einfach nur wegen der Zeit, ob wir noch auf ein paar Fragen eingehen, vielleicht so die ich mir merken konnte, mehr oder weniger. Können wir machen. Genau. Oder hast du jetzt noch was Bestimmtes? So, ich würde also oder eine andere Frage wäre halt auch, okay, wir haben jetzt über die Geschichte gesprochen. Welche Herausforderungen hat die Schule heute? Also bei alle Schulen haben solche Herausforderungen. Welche Herausforderungen hat die Hanafi? Machen wir damit weiter. Welche Herausforderungen siehst du, hat jetzt konkret die Hanafitische Schule heute? Ja, wir hatten im Voraus ein bisschen darüber gesprochen. Und deswegen habe ich natürlich schon so ein bisschen vorsortierte Gedanken. Und die Hanafi-Method ist, wir hatten ja darüber gesprochen, dass die Hanafi-Method bekannt ist als Al-Ra'itiyun, also die Ahl-Ra'i, also die Leute der Ansicht sozusagen. Und dieses Konzept wird missbraucht von verschiedenen Gruppierungen. Das heißt, es gibt einen Versuch, die Hanafi-Method zu hijacken, sozusagen. Und dieses, also ihr kennt bei GTA,
Ich weiß, wer von euch GTA früher gezockt hat, in meiner Jugend. Die neueren nicht, Alhamdulillah, aber San Andreas war mein Begleiter. Wenn man F gedrückt hat auf die Tastatur, was ist passiert? Man ist mit CJ zum Auto gerannt, hat das Auto aufgemacht, die Person rausgeschmissen, rein und gefahren. Und es gibt einige Gruppierungen, die bei der Hanafi-Method versuchen, F zu drücken. Dazu gehören hinsichtlich ihrer Einstellung und sich von uns unterscheidenden Geschwister, die eben das, was du eben gesagt hast, diese, wenn der Hadith authentisch ist, dann ist es meine Rechtsschule, die das missbrauchen und dann sagen, hier, wir haben authentische Hadithe von hier und da. Und deswegen ist das eigentlich die Hanafi-Method. Ich kenne einen bestimmten Prediger auch, von dem ich weiß, dass er die Hanafi-Method niemals systematisch gelernt hat. Aber er sagt immer, ich bin Hanafi. Er lebt in der Türkei, er sagt immer, ich bin Hanafi, aber ein Hanafi wie Abu Yusuf. Ich hinterfrage. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Also ein wahres Wort, mit dem etwas Falsches beabsichtigt wird. Und zwar die Hinterfragung, ja, aber Hanifa ist kein Mahsu-Mensch. Hat sicher auch Fehler gemacht. Es gibt auch klare Meinungen, wo die späteren Gelehrten haben gesagt, nein, da, auch El-Kawthari sogar, der Abu Hanifa sehr, sehr nicht nur gemocht hat, sondern ihn verteidigt hat, vor allem hat bei der Thematik der Stiftung zum Beispiel gesagt, nein, da liegt Abu Hanifa falsch. Ganz klar. Aber was hier gemacht wird, seitens unserer Geschwister unterscheidender Einstellung, ist, dass man sagt, Abu Hanifa hat das mit den authentischen Hadithen gesagt und deswegen sind wir eigentlich die Befolger von Abu Hanifa. Und ich hatte wirklich einen, ich erachte ihn als meinen Lehrer in der Rezitation. Ich habe mich also in seinem Halakat war ich anwesend. Ein starker Qari auf jeden Fall. Oh, nicht Dr. Ibn Suaid. Ein starker Qari, dessen Rezitation ich sehr liebe, kann die ganzen Lesarten und so weiter. Aber ich habe ihn auf Facebook mal geedit. Da meinte er, bist du kein Hanafi? Ja, sowieso Hanafi. So wegen der Method, der so, liest doch einfach Fethul Bari. Also Fethul Bari, die es nicht kennen, das ist der Kommentar zu Sahih al-Bukhari. Das heißt, er lenkt mich von einer Befolgung zu einer anderen Befolgung einfach auf. Aber zu einem Hadith-Kommentar und noch nicht mal zu einem Fiqh-Werk. Und wie gesagt, weil Abu Han, er sagt, wir folgen den authentischen Hadithen, deswegen sind wir die wahren Hanafis. Das ist die eine Art von Hijack. Die eine F-Taste von CJ. Okay? Sorry für die Leute, die nicht mit solchen Sachen aufgewachsen sind, die Aulia unter den Instagram-Benutzern. Ich bin mit so einer Kultur aufgewachsen, deswegen benutze ich auch diese Einflüsse und Beispiele. Die andere Art von CJ, die F drückt, um das Auto der Hanafis hijacken, sind die, ich nenne es beim Namen, Maqasidis und darüber hinaus Liberale. Wieso? Maqasid al-Sharia ist ein wichtiges Forschungsfeld, wo klargestellt wird, was sind die Zielsetzungen der Scharia, wie werden die erreicht, welche Weisheiten haben die Urteile als deskriptiver Beitrag zum Fiqh, zum nachvollziehbar machen der Weisheiten etc., aber nicht als gründende Argumentation. Aber was wird gemacht? Man versucht, und absolut kein Hate gegen Gelehrte, weil ich bin absolut davon überzeugt, dass Maqasid-Gelehrte aufrichtige Gelehrte sind, die Gutes für die Umma leisten möchten. Und versuchen, sozusagen den klassischen Fiqh sozusagen der heutigen Zeit zu vereinbaren. Aber dabei wird teilweise ein Weg gegangen, der außerhalb des Etablierten der vier Rechtsschulen geht, sagen wir es so. Und man versucht es so darzustellen, als wäre Abu Hanifa, er war ja Ehlul Ra'i, er hat ja sozusagen vorausgedacht und er hat frei gedacht. Und sozusagen auch basierend auf diesen sehr vage formulierten Konzepten versucht man, eine Art Riesenspielraum zu schaffen, der dann erlauben soll, eigenständig Urteile zu fällen, selbst wenn sie den Quelltexten direkt widersprechen. Und deswegen ist diese Herangehensweise nicht weit weg von den Vertretern der Historizität des Korans. Das sind die, die sagen, der Koran wurde hinabgesandt in einem bestimmten Kontext. Klar, bis dahin sind wir alle dabei. Sagen aber, die Urteile gelten auch nur in diesem Kontext. Unser Kontext ist anders. Wir müssen die Urteile abstrakt betrachten, gucken, was war die und wie erreichen wir das heute am besten. Okay? Sozusagen diese Historizität des Korans. Und eine andere Gruppe sind die Liberalen, also die wirklich eigentlich gar keinen Wert mehr legen auf die Quelltexte, aber dann auch irgendwie die
Abu Hanifa war ein Großgelehrter, der frei gedacht hat, die dann sozusagen auf diese Ebene gehen. Derselbe Missbrauch wird auch mit Maliki-Gelehrten gemacht, von Imam Shatibi. Miskin, ja, der meist missbrauchte Mann unserer Zeit vielleicht, der etwas deskriptiv mitgeteilt hat und dessen Worte sozusagen verdreht worden sind, heute in einer anderen Art und Weise. Ich hoffe, ich sage nichts, was ich irgendwie... Nein. Also die Makas-Diskussion ist auch mal eine spezielle. Die Malikiten haben durchaus auch in ihrem Usul die Maqasid nicht nur als deskriptive Methode, sondern auch. Aber das ist eine andere Diskussion, genau. Da will ich gar nicht, also im Gegenteil. Also ich verstehe dich, also ich verstehe dich vollkommen. Nicht, dass ich falsch verstanden werde. Das Konzept von Maslahat ist auf jeden Fall. Aber der Rahmen wurde gesprengt. Darauf möchte ich nicht. Heute Maqasid, es ist ein Spielfeld geworden, ja. Sagen wir mal so. Also Maqasid ist heute leider ein Spielfeld oder auch ein Spielplatz geworden, weil sich jeder austobt. Letztens einem meiner Lehrer in Marokko gesprochen darüber, der selbst Maqasid-Gelehrter ist, der aber selbst gesagt hat, es gibt einen im Bereich der von Büchern, die geschrieben werden, Maqasid Sharia, es wurde wahrscheinlich in keinem anderen Bereich des Fiqh oder Usul-Fiqh oder ähnliches mehr geschrieben als in dem Bereich, weil jeder jetzt anfängt, sich auszutoben und damit eigentlich gemacht wurde, du hast es gesagt, was nicht beabsichtigt war, von einem Imam Shatibi beispielsweise, dass man dann nur noch am Ende mit der Religion spielt, etc. Ja. Genau. Was passiert da? Man nimmt wieder klassische Aussagen, aber verbreitet die halt so extrem aus, wie sie eigentlich nicht gedacht haben. Und deswegen hat ja Sheikh El-Wuti, also die Diskussion über seine Person beiseite, ich glaube, alle sind sich einig, dass seine Werke nützlich sind. Ob seine politische Haltung so oder so war, Rahmatullah Ali, das ist zwischen ihm und Allah. Aber er hat deswegen ja auch das Buch verfasst. Ich habe selbst noch nicht gelesen, aber ich habe die Absicht. Dawabitul Maslaha. Also die Regeln oder die Prinzipien oder die Regelungen der Maslaha. Also in welchem Rahmen können eben diese Suche nach dem Wohl der Gesellschaft in der Scharia formend wirken, wenn man es so ausdrücken darf. Genau, im Rahmen der Liberalen, Imam al-Maturidi als Nachfolger Abu Hanifas und Abu Hanifa werden auch seitens Säkularisten beispielsweise in der Türkei, aber auch in Zentralasien missbraucht. Und ich weiß nicht, wie du dazu stehst, Namen zu nennen. Es gibt bestimmte Personen, die Vertreter dieser. Sag ruhig, wenn du sagst, lass es lieber so offen. Nein, warum? Ich interview dich und du sagst das, was du sagen möchtest als Antwort. Okay, das wird einigen Leuten nicht gefallen, die ihn vielleicht kennen, aber Atabek Shukurov zum Beispiel, das ist ein bekannter Prediger, der so, also eigentlich ein Alim, also er hat Wissen, das will ich ihm nicht abnehmen, aber er versucht darzustellen, so waren die Hanifis wirklich. Und er legt Zweifel in die Überlieferung unserer Hadith-Bücher. Sagt, die Hanifis haben eigentlich so und so gedacht. Also basierend auf diesen sehr frei formulierten Aussagen, Ahl-Ra'i und so weiter, so eine Anti-Hadith-Haltung, die da verbreitet wird. Und gleichzeitig werden auch Glaubensgrundsätze, die seitens aller Hanifis akzeptiert werden, als Bid'ah dargestellt. Ketzerei zum Beispiel, des kommendes Dajjal, Nuzul Isa alayhi salam. Das heißt, findet sozusagen ein Markenschwindel statt. Vielleicht werdet ihr bei den Malikis darüber reden, aber wir haben ja auch den Dajjal von Birmingham heutzutage, der auch sehr bekannt ist, dafür eben sich als Maliki darzustellen, aber nichts mit dem Usul zu tun hat, also mit der Rechtsmethodik der Maliki. No. Und das ist halt das Problematische an der ganzen Sache. No, und die Hanefis, wie gesagt, in der Türkei, man sagt, also ich habe wirklich mit meinen eigenen Ohren gehört, wie ein Professor, Doktor, der sehr angesehen ist, der über Imam Maturidi Werke geschrieben hat, wie er gesagt hat, Imam Maturidi war ein humanistischer, laizistischer Mann. Okay. Und er versucht sozusagen gewisse Sachen, die er in seinem Tafsir sagt, so auszulegen. Weil in der Türkei ist ja bekannt, dass seit dem Fall des Kalifats eben diese Krieg der Gedanken sozusagen stattfindet. Also die islamische Prägung gegen die säkularistische Prägung, die importiert ist aus Europa. Und es gab immer die Gruppe an Muslimen, die gesagt haben, nein, diese Art und Weise zu herrschen entspricht nicht unserer Überzeugung.
Das heißt, es gab immer so eine Kerngruppe, auch wenn viele beeinflusst worden sind, immer diese Kerngruppe an Personen, die zum Islam auch gedanklich gehalten haben. Und weil klar ist, dass von außen der Angriff alleine nicht reicht, weil immer diese, weil die Aqida halt so stark ist, versucht man von innen mit den eigenen Namen. Du kennst auch Abu Hanifa, so El-Imam al-Azam, was er auch ist, rahmatullahi alayh, versuchen sie über ihn, über Imam al-Maturidi, weil es zu den Werten dieser zum Beispiel türkischen Gesellschaft gehört, von da eine Art Säkularismus-Propaganda zu machen. Also das ist natürlich ein großes Thema, was man vielleicht in Doktorarbeiten niederschreiben könnte, aber ich wollte mal diesen Gedanken äußern, weil eben diese Form steht. Ich glaube, das ist so, was ich heute mitteilen wollte. Es ist viel länger geworden, verzeihen wir es jetzt fast 3 Stunden. Ja, also ich denke, wir können sehr, sehr, also ich habe sehr profitiert und subhanallah, die Sache ist natürlich, wenn wir beide uns unterhalten über die Sache, dann wir können Stunden, ich höre dir stundenlang zu. Also ich könnte auch sehr gerne mit dir reden. Deswegen sage ich zu den Geschwistern, schaut, einige sind später dazu gekommen, bitte schaut euch auch den Anfang an, damit jetzt nicht, da werdet ihr wahrscheinlich einige Fragen, das ist normal, wenn man später reinkommt, dann versteht man auch den Kontext dieser Aussagen und der Fragen, die bauen ja aufeinander auf, etc. Nicht so, wie wenn man von Anfang an mit dabei ist. Klaufikum. Test, ja. Also siehst du sonst keine Kommentare? Ich sehe gar nichts mehr. Okay, vielleicht. Ich dachte schon, was für eine Disziplin hat die Instagram-Community gegenüber meinem ADS? Muss ich das ausgeschaltet haben bei dir. Okay. Ich weiß nicht, wieso. Ich bin technisch Chalachir. Auf jeden Fall, nein, subhanallah, wirklich, wirklich vielen Dank, Klaufik. Also geballtes Wissen, viele Informationen, die man natürlich auch verdauen muss erstmal. Aber für mich ist einfach wichtig, warum ich diese Reihe auch gestartet habe, dass man versteht oder selbst wenn man all diese Einzelheiten sich, was natürlich verständlich ist für viele Geschwister, sich nicht merken kann, was für mich wichtig ist einfach, was ich allen mitgeben möchte, ist, dass wir verstehen, dass diese Fiqh-Schulen eine Tradition haben und dass durch diese Fiqh-Schulen unsere Religion bewahrt wurde und dass diese Schulen bedeuten nicht Spaltung der Muslime, bedeuten nicht, wie nennt man das? Das ist eigentlich eine Art Fanatismus etc. Das ist eigentlich eine Art von Begrenzung der Meinungsunterschiede, wenn man darüber nachdenkt. Wenn man sagt, genau. Lass einfach zur Koran und Sunna gehen und die Rechtsschulen lassen und diesen Ikhtilaf lassen, führt wozu, dass 1000 Rechtsschulen entstehen. Genau, das müssen wir uns immer vergegenwärtigen. Ich spreche jetzt nicht davon, dass Gelehrte heute kommen und diskutieren und Meinungen vergleichen und so weiter. Natürlich, das machen Gelehrte. Das werden Gelehrte bis zum Ende der Zeit machen. Darum geht das nicht. Also mir es geht, glaube ich, darum, dass wir erstmal diese Tradition respektieren und dass wir auch bewusst auf dieser fußen. Das ist sehr wichtig. Barakallahu fikum, sagt noch Herren. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, dass wir noch auf Fragen antworten, aber das ist schon, also wirklich einige Fragen klären sich, wenn man den Stream von Anfang an guckt und auch die meisten Fragen klären sich, wenn ihr euch die erste Einheit anschaut, wo wir auch eine Einführung gemacht haben zum Fiqh, warum, dort haben wir auch beantwortet, warum einer Fiqh-Schule folgen, etc. Eine Frage, die jetzt hier mehrfach gestellt wurde und wo, also erstmal auch zu den Geschwistern, liebe Geschwister, wenn ihr antwortet, ich weiß, das ist gut gemeint, doch wenn jemand eine Frage stellt und dann 10 Leute darauf antworten und dann davon 5 Antworten unterschiedlich sind, dann haben wir der Person nicht geholfen, sondern ich glaube, mehr Chaos im Kopf gemacht. Eine Schwester fragt, darf ich als, weil es sinngemäß, bin mir jetzt nicht ganz sicher, darf ich als Maliki hinter einem Hanafi beten? Ja, darfst du. Also es geht nicht darum, dass du nicht mehr hinter jemandem beten darfst, nur weil du einer Fiqh-Schule folgst. Natürlich solltest du, wenn du das Gebet verrichtest, selbst wissen, wie du dein Gebet praktizierst mit all seinen Voraussetzungen und Säulen und Sunnahhandlungen etc. Das heißt aber nicht, dass du nicht hinter jemandem beten darfst, der einer anderen Schule folgt etc. Allahu a'lam.
um es kurz zusammenzufassen. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt uns alle in die Moschee gehen, okay, wir folgen wieder den Fiqh-Schulen und Gökhan Hoca betet in der Ecke und ich bete in der Ecke und jetzt kommt der Schäfer und betet woanders. Also darum. Es gab ja deswegen auch um die Kaaba herum vier Mihrabs, Maharib, eine Weile lang, wo die vier Rechtschulen getrennte Gebete hatten, gegen diese Sachen. Die Frage ist, ob das dann die Regel war, diese Geschichten gibt es. Ich meine es nicht als Ansporn, dass wir es jetzt auch so machen sollen. Im Gegenteil. Also es geht bei der ganzen Thematik auch aus meiner Sicht, dass wenn wir uns mit Fiqh-Schulen auseinandersetzen, dass wir uns wieder auch mit strukturiertem Wissen auseinandersetzen. Das ist sehr wichtig. Ich meine, viele, viele fragen, okay, wir haben heute ein Chaos, ich weiß nicht, was ich tun soll, wie soll ich beten, wie soll ich fasten, auf wen soll ich hören, wem soll ich folgen, etc. Warum? Also das Problem ist, wir machen uns kompliziert, obwohl es einfach ist. Allah hat es uns einfach gemacht. Wir haben die Fiqh-Schulen. Wir haben vieles, das meiste für uns, gerade für den einfachen Muslim, wenn wir im Fiqh sind, wenn wir in den praxisbezogenen Handlungen sind, oder eine Sache, die alle von uns betrifft, das Gebet verrichten, Wudu vollziehen, zu fasten, etc. Alhamdulillah, wir haben alles. Es ist strukturiert. Es ist für uns auf beste Art und Weise vorgearbeitet worden, gefiltert worden. Und durch das Loslösen von dem Ganzen kommt ja dieser Chaos. Oder unter anderem, das ist einer der Gründe, warum es diesen Chaos gibt. Und wenn jemand fragt, okay, wie raus aus dem Chaos, dann einfach wieder zum Wissen und der Tradition zurück. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Vielleicht schließt du für uns mit einem Dua ab, und ansonsten. Also die Sache ist, da waren ein paar Geschwister, die schon einige Mal was gefragt haben. Wollen wir mich eins, zwei erlauben? Oder? Na, Tamam, gerne. Wenn du die Sache ist, ich sehe ja nicht mehr die letzten, aber irgendwas nicht beantwortet wurde vorher oder so. Weil wir haben ja gesagt, am Ende, und dann wäre es jetzt gemein. So. Genau, ich glaube, das war wieder eine Frage zu den Fiqh-Schulen. Warum die vier Fiqh-Schulen? Achso, dann das lieber bei den anderen sich anschauen. Das haben wir wirklich ausführlich besprochen. Genau, und ich habe versucht, das eben auch nochmal zusammenzufassen. Das ist einfach für dich als einfachen Muslim oder für mich auch, ist das Leben vereinfacht, so in dem Sinne. Du verrichtest dein Gebet auf eine Art und Weise, die über die natürlich auf dem Koran und der Sunna basiert, die auf beste Art und Weise für mich strukturiert ist, wie ich es lernen kann. Und am Ende geht es darum, dass ich Allah Ta'ala richtig anbete. Und das lerne ich. Das lerne ich im Fiqh und durch die Fiqh-Schulen, wie ich Allah Ta'ala anbete. Und das ist das Ziel, Allah Ta'ala anzubeten. Genau, aber ansonsten, wenn dir jetzt noch was einfällt, auch von den Fragen jetzt gerade so, sehr, sehr, sehr gerne. Ansonsten, morgen, inshallah, werden wir uns mit der Malikitischen Schule auseinandersetzen. Da wird auch der Bruder Abu Hajar dabei sein. Ich werde das mit ihm gemeinsam machen, inshallah. Und dann, ja, wie gesagt, vielleicht, wir können ja ein Schlusswort von dir, vielleicht, was du noch gern loswerden möchtest, und dann Abschluss-Dua und dann der Abschluss, inshallah. Ich bin immer total überfordert, wenn jemand sowas von mir verlangt, deswegen schließen wir inshallah ab. Möge Allah uns zu den Wissenden machen, die das Wissen entsprechend seine Regeln lernen, die von der vor der Tür reinkommen und aus der Hintertür hinausgehen. Und die vor allem mit ihrem Wissen auch handeln, denn Wissen, das nur für sich ist, hat keinen Segen, sondern erst wenn es in die Handlung umgesetzt wird, hat es Segen. Deswegen will ich auch zu denen machen, die nicht nur wissen, sondern auch mit ihrem Wissen handeln. Und wir haben alle unsere Mängel, möge Allah unsere Sünden vergeben, also unsere Mängel vergeben und uns zu Nachbarn des Propheten sallallahu alaihi wa sallam machen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Al-Fatiha, als Türke muss ich das nehmen. Vielen Dank für die Zeit. Danke dir. Für die Investition. Und wie gesagt, die Schwester, die später dazu gekommen sind, schaut euch das gerne von Anfang an. Und morgen gibt es ein weiteres Treffen. Und dann bis morgen. Inshallah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.